genießen Sie heute die Harald Schmidt-Show zu Gast auf Vater Rhein. Heute mit der besten Comedy-Frau Deutschlands, Anke Engelke. Und den Comedy-Granaten Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Und jede Menge Blödsinn unter dem Motto Spaß und Gags auf allen Decks. Musik Helmut Zalet und seine Band. Und er kommt, Vater Rhein persönlich. Harald Schmidt. Und die Rhinestone Cowboys. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier an Bord der MS Lorelei. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Hause zu ungewohnter Stunde. Heute für die Harald Schmidt Show in Ihrem Lieblingssender, im Champions League Sender, im Kuschelsender, im Sender mit Herbstklopfen, Sat.1. Herzlich willkommen zur Harald Schmidt Show Spezialausgabe zu Gast auf Vater Rhein mit dem wichtigen Untertitel Spaß und Gags auf allen Decks. Wir haben vor ziemlich genau einer Minute, kurz nach 16 Uhr, generalstabsmäßig abgelegt hier in Bingen. Das Schiff dreht sich jetzt in Fahrtrichtung. Wir können vielleicht einmal noch mal da drüben winken. Da sehen Sie die Menschen, die hier seit Tagen ausgeharrt haben am Ufer. Sie haben kein Visum mehr bekommen. Ja. Aber auch Sie werden gerettet werden. Und da sehen Sie schon, meine Damen und Herren, das ist der Hubschrauber, der uns begleiten wird während der nächsten 4 Stunden. In diesem Hubschrauber sitzt unsere Kollegin Nathalie Lika. Ich glaube, sie fliegt ihn auch. Und können wir schon einmal hochschalten, um einmal Hallo zu sagen? Madame Nathalie, bonsoir, Nathalie. Bonjour, bonsoir, Harald. Wow. Hörst du mich? Ich höre dich perfekt und ich sehe dich direkt über mir. Das kenne ich sonst nur von mir zu Hause. Okay. Ja? Ich höre meine Sonnenbrille nicht. Nein, du siehst toll aus. Du Gut. siehst sensationell aus. Gut, danke schön. Ja? Stell uns bitte kurz einmal den Piloten vor. Wer ist das? Das ist Hans, der Pilot. Ja? Dann gibt es der Kameramann. Attends, das ist Hans. Ja? Er ist deutsch, sonst ich bin mit 2 Kameramann, sie sind Holländer. Fantastisch. Es gibt Rudi und Ham. Es wird jetzt ein bisschen schwierig, dich zu hören, weil der Hubschrauber direkt unter uns ist. Vielleicht zeigen wir einfach mal ein paar Bilder aus dem Hubschrauber, damit Sie zu Hause einen Eindruck bekommen, hier von der MS Lorelei. Jetzt haben wir, wie wir Seebären sagen, Fahrt aufgenommen in Richtung unseres Heimathafens Boppard für heute Abend. Und das sind hier die Bilder, die wir dann vom Hubschrauber aus immer wieder sehen werden. Er wird uns die ganze Fahrt im Rheintal entlang begleiten. Alle sind mit an Bord, wie sie das gewohnt sind. Auch unsere großartige Kollegin Susanna ist mit an Bord. Allerdings nicht in der gewohnten Weise. Wir haben sie hier als Kunstfigur zunächst mal aufgestellt. Mit diesen Pappen. Susanna selber ist in Kaup. Ja. Sie wartet. Ich darf nicht fragen, was es ist. Es ist eine wirkliche Überraschung. Ja. In Kaup, meine Damen und Herren, und wir haben das Beste mit an Bord, was man für einen solchen Abend engagieren kann. Meine großartigen Kolleginnen Anke Engelke, Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Ich stelle Ihnen gleich in aller Ruhe alles vor, was Sie hier auf dem Schiff erwarten wird. Ich sage Ihnen nochmal genau die Route, die wir fahren werden. Machen Sie eine Kiste Wein auf zu Hause. Entspannen sich, meine lieben Freunde. Lädel, man kommt automatisch in sein volkstümliches Moderationswesen hinein. Ich sage, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wir machen ein bisschen Reklame, wir müssen ein bisschen was verdienen. Helmut Zerlett and the Rhinestone Cowboys. Bis gleich. We'll be right back.
Das ist Sat 1, meine Damen und Herren, die Harald Schmidt Show zu Gast auf Vater Rhein. Die Bilder, die Sie gerade gesehen haben, waren hier von unserem Hubschrauber, in dem Nathalie Likar uns begleiten wird. Und wir sind heute 4 Stunden unterwegs bis 0.15 Uhr zu einer launigen, zu einer fröhlichen, zu einer familiären Reise hier an Bord der wunderbaren MS Lorelei. Und ich würde sagen, ich stelle Ihnen das Schiff einmal ein bisschen vor. Hier sind übrigens befreundete Schiffe, wo wir dann auch wirklich schöne Aktionen vorbereitet haben, um Sie zu grüßen. Die meisten Damen und Herren habe ich schon vorher kurz kennengelernt, das ist richtig. Ja, wir haben Fotos gemacht, die gibt es nachher zur Erinnerung. Sie haben, Dankeschön, Sie haben... Das ist ja unglaublich, diese Luxusboote, oder? Das war so ein richtiges Schnellboot. Wir haben Sonnencreme für Sie ausgeteilt, damit Sie sich schön eincremen können. Die Sonne knallt doch, ne? Ja. Antworten Sie bitte laut und deutlich. Sagen Sie laut, ja, Herr Schmidt oder nein, Herr Schmidt. Ich sehe hier meine drei Damen aus Saarbrücken. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen angefreundet. Sie haben sich schon ein bisschen eingecremt zu Hause, oder? Das soll man auch machen, denn die Sonne, man unterschätzt das immer. Es ist ja doch jetzt schon bald Herbst, aber es knallt vor allem hier auf dem Wasser. Behalten Sie diese schöne, andächtige Stimmung während der Sendung bei. Es hat ja auch ein bisschen was Frömmiges und Religiöses hier auf Vater Rhein. Ja? Waren Sie schon mal auf dem Rhein? Nein. Wo leben Sie? In Würzburg. Da haben Sie den Main. Ja. Haben Sie da schon mal so eine Schifffahrt gemacht? Ja, von Gemünden nach Lohr. Ist das schön? Ja. Kann man sagen, dass Sie sich mit dieser Schifffahrt hier so einen Lebenswunsch erfüllen? Schon, ja. Ja, aber nicht schwindeln? Nee, nein. Noch nicht. Noch nicht. Sie sehen diese Scheinwerfer hier, die das Ganze noch zusätzlich ein bisschen hell machen, ja? Die sind warm, oder? Und da sage ich Ihnen was. Diese Scheinwerfer, viele von Ihnen werden vielleicht sagen, auch zu Hause, diese Scheinwerfer kenne ich irgendwoher. Ja, die habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das, meine Damen und Herren, sind nicht irgendwelche Scheinwerfer. Das haben mir die Kollegen von der Beleuchtung gesagt. Das sind genau die Scheinwerfer, die auf ihre Durchlaucht Prinzessin Mette Marit von Norwegen beim Interview mit Sandra Maischberger gerichtet waren. Ja, wie gesagt, also sind Sie vorsichtig. Allerdings, ich spreche jetzt mal psychologisch oder so, eine Häutung von Zeit zu Zeit kann ja auch ganz sinnvoll sein. Man sagt so, alle 7 Jahre beginnt der Mensch neu. Jetzt komme ich hier in eine wichtige Abteilung des Schiffes. Und das sage ich mal leise, damit die Herrschaften unten nicht hören. Ja, das sind die besten Plätze auf dem Schiff. Hier, die Plätze unten sind eher ein bisschen scheiße. Ja, die Sonne knallt voll rein. Ja, man sieht im Grunde nichts. Ja, hat aber das Gefühl, man ist ganz da, nah dran, was natürlich Quatsch ist, was vielen Leuten passiert, die zum ersten Mal bei einer Fernsehaufzeichnung sind. Ich sage immer, wenn ihr was sehen wollt, geht doch in den Fernsehgarten. Ja? Da sitzt ihr alle im Halbkreis rum. Hier oben hat man den schönen Überblick, es sollte aber über uns bleiben, weil das Publikum unten natürlich für die Stimmung genauso wichtig ist. Ja? Sind wir uns soweit einig? So, hallo? Jetzt haben wir hier hinten ein Modell, hallo? Hier können Sie gut sehen, oder? Oder reflektiert er stark? Na, jetzt haben wir hier ein Modell, das ist auch eine tolle Sache. Schauen Sie mal, hier sind Aale drin. Und wer sich ein bisschen auskennt, der wird schon sagen, das können wir vielleicht gleich mal zeigen. Das ist hier, glaube ich, die berühmte Ruine, heißt die Ehrenbreitstein? Ehrenfels, Entschuldigung, vielen Dank. Danke sehr. Wissen Sie genaues über die Ruine Ehrenfels? Genaues weiß ich nicht. Ich komme ja aus Bingen, aber genauer weiß ich jetzt nicht. Aha, weit. Aber das ist die Ruine Ehrenfels. Ja, so viel ich weiß schon. Ja, ist das eine Ruine, wo man als Bingener häufiger mal hochgeht, wo man sagt, da mache ich auch mal einen Schulausflug hin oder da geht man mit den Eltern am Wochenende hin? Nee, dann eher auf die Germania, aber auf die... Germania, das ist oben beim Niederwalddenkmal, ja. Oder ja. Wie? Genau. Ja, also, vielleicht kann ich Sie zwischendurch nochmal fragen, Sie kennen sich hier im Rheinland überhaupt ein bisschen aus, oder? Geht so, ja. Ja, also ich werde es mal probieren. Schauen Sie, hier haben wir eines dieser berühmten Modelle aufgebaut, die Sie von uns kennen. Da haben wir für Sie die Strecke nachgebildet, die wir jetzt fahren. Das ist ja der Rhein, den man meint, wenn man sozusagen vom klassischen Rhein, vom romantischen Rhein spricht. Wir fangen hier an in Bingen. Das ist das Rüdesheim haben wir im Grunde schon hinter uns gelassen. Ja, mit der berühmten Drosselgasse. Dann fahren wir hier hoch. Das ist der Mäuseturm. Sind wir da schon vorbeigefahren am Mäuseturm? Der kommt. Sind wir schon vorbeigefahren? Ja, ach, da hinten sieht man ihn noch. Das war der berühmte Mäuseturm. Sie kennen vielleicht die Geschichte, wo der Bischof von Mainz sich retten wollte, weil er den armen Menschen, die kein Brot hatten, nichts geben wollte. Und dann kamen die Mäuse, sie sind nachgeschwommen, haben ihn aufgefressen. Dann geht es hier weiter. Das hier ist Assmannshausen. Dann kommt hier... die Pfalz, Kaub, dort werden wir auf Susanna treffen. Dann haben wir hier... Hallo! Ich kenne ihn gar nicht, aber scheint irgendwie Fan zu sein oder so. Hier,
Das sind jetzt unglaublich viele kleine Sportboote. Man hat mir gesagt, es ist gar nicht so viel los heute, weil der Rhein weniger Wasser hat als normal. Und man muss sich richtig da drauf einstellen. Da haben wir hier die sieben Jungfrauen im Wasser. Dann haben wir hier die berühmte Lorelei, natürlich mit all den Gedichten, die man kennt. Dann ist hier Katz und Maus, wenn wir dran vorbeifahren, wo jedes Mal, wenn man vorbeifährt, die Frage ist, was ist Katz, was ist Maus, haben wir schon gesehen. Hier, vermutet man, liegt das Rheingold. Und dann geht es hier weiter und dort ist Boppard und da werden wir in etwa 4 Stunden ankommen. Ich werde Ihnen das im Verlauf der Sendung noch ein paar Mal sagen, wo wir etwa sind, damit Sie es zu Hause vorstellen können. Und ich finde, das war für den ersten Überblick schon sehr präzise, oder? Oder war es zu allgemein? Ja? Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie es im Hubschrauber aussieht. Nathalie? Ja? Du kannst mich hören? Ja, ich höre dich sehr gut. Ich kann euch jetzt weder sehen noch hören. Wo seid ihr jetzt gerade im Moment? Wir sind... ich sehe euch. Wir sind da oben. In deine Rücken, ja, glaube ich. Moment, ich muss meine getönte Sehhilfe aussetzen. Wir werden jetzt auf die Nase von der Schiff kommen. Ja, jetzt sehe ich das. Genau. Ja, das sieht sensationell aus. Und könnt ihr mal auf das Schiff zufliegen? Geht das? Ob wir können wo, was? Als auf das Schiff zufliegen, sozusagen, als ob ihr Flugblätter auf das Schiff abwerfen wolltet. Ja, wir können das machen. Guck mal, ich werde dich grüßen. Ich stecke meine Hand in der Luft. Ja. Siehst du mich? Ja, sei vorsichtig. Ja. Siehst du mich? Ja. Siehst du meinen Arm? Hallo. Hallo. Wo seid ihr? Ich habe euch verloren. Nein! Ja, jetzt werdet ihr eine Drehung machen. Das ist so toll. Oder früher konnte man sich das nicht leisten, so mit der Fernbedeutung und so. Jetzt spielt man, das ist das Tolle beim Fernsehen, mit echten Hubschraubern. Ja? Ich lasse ihn vielleicht nochmal zurückkommen. Könnt ihr nochmal ein bisschen zurückkommen? Da unten. Chef, da gibt es ein Feuerwerk für uns! Bitte? Chef, komm mal nach vorne! Nach vorne? Wer ist das denn? Ist das Dieter Bohlen da unten? Hier, hallo! Ich muss mal nach vorne, ich habe ein Megafon. Da vorne habe ich ein Megafon. Ja. Fahren Sie mal langsam da vorne. Machen Sie mal die Papiere fertig. Ja. Die haben doch bestimmt keine Erlaubnis, so dicht an das Boot ranzufahren, oder? Ha? Da plant man, bereitet alles toll vor, dann fahren einem diese Öffentlich-Rechtlichen hier dauernd ein Schiff ran. Da gab es schon ein Feuerwerk für dich. Wo? Da vorne, das ist die Feuerwehr, die Freiwillige. Guck mal. Das ist für uns? Nee, natürlich, da für dich. Guck mal, was ist das? Nein. Können die mich hören? Hallo? Habe ich verstanden? Hallo? Aswandhausen grüßt Harald Schmidt. Das ist aber nett. Super. Ja. Hallo. Hallo. Seid ihr alle oder sind noch welche in den Häusern? Hallo. Lauter. Ich grüße die Freiwillige Feuerwehr von Aswandhausen. Da ist Nathalie mit dem Hubschrauber. Was ist das da oben für ein Gebäude? Ist das eine Schule, eine Gesamtschule oder ist das... Eine Tagesstätte für Senioren. Oh. Ja. Die haben aber einen Blick, oder? Ja. Ja. Hallo, meine Damen und Herren in der Tagesstätte. An Sie wenden wir uns mit unserem heutigen Programm besonders. Leider, Verstimmung ist. So. Hallo? Kommen Sie bei... Schau mal, da einer im Kanu. Wer ist das denn? Ist das Rüdiger Neberg? Das sieht aus wie so ein Bettleiter. Hallo, kommen Sie mal mit dem Boot ein bisschen rangefahren. Bitte. Aber nicht zu nahe. Hallo, Sie sind zu Gast bei der Harald Schmidt Show. Wow. Ist das Ihr Schiff? Ist das teuer, so ein Schiff? Braucht man eine spezielle Genehmigung, um mit dem Schiff hier auf dem Rhein zu fahren? Ja? Oh, der hat ein Rüttelschiff, danke. Hallo!
Warten Sie mal kurz, bitte. Hallo. Ja. Fantastisch. Dankeschön. Gute Fahrt. Kommen Sie mal bitte ran. Kommen bitte ran. Alkohol am Steuer. Was ist das denn hier? Hallo. Ist das von der letzten DDR-Show bei RTL? Ist das Ihr Schiff? Geliehen. Das sieht aber schon schwer so Flavio Briatore-mäßig aus, oder? Warum haben sich denn keine Frauen auf so einem Schiff? My Dream. Ein tolles Schiff. Wo fahren Sie jetzt hin? Ja? Immer hinterher. Das ist ein Traum von Begleitschiffen. Ja? Hallo, schön aufpassen da mit dem kleinen Bruder, ja? Ist der Rettungsring? Soll Mami zurückkommen? Wir müssen jetzt hier ein bisschen Programm machen. Ich kann mich nicht hier stundenlang mit Neureich unterhalten, die auf großen Schiffen fahren. Ja? Das sind teure Sendeminuten. Gute Fahrt, Schiffer Heul! Du, wenn das der Kanzler ist, ich glaube, der Kanzler weint. Ja. Oder? Ja, natürlich. Private Boote, Hubschrauber. Hier, was ist das, ein holländisches Schiff? Ein holländisches Schiff! Ein holländisches Schiff! Ein holländisches Schiff! Bitte, Grüße, hier! Ein Riesenporträt von der holländischen Maxima für unsere holländischen Freunde. Hallo, Aste Bries! Die Brummen aus dem Fiekepark! Und dicke Blecke! Und das wäre der Preis gewesen. Ich kann nicht so viel Holländisch. Ja. So, das ist ja unglaublich. Das habe ich nicht gedacht, dass hier sozusagen Tausende von Schiffen einem hinterherfahren und das begleiten. Hammer, ne? Ja, da hinten ist übrigens sehr heiß. Ja, bei diesem Rheinmodell. Diesen Teil, diesen wissenschaftlichen Teil, wissen Sie, wo ich Ihnen erkläre, wo wir sind und so, den müssen wir ein bisschen einschränken. Da hinten ist mir zu heiß. Okay. Wir möchten nicht in der Hitze stehen. Ja? Hier geht's hier. Hier ist es fantastisch. So, hallo. Entsetzlich. Furchtbar. Furchtbar. So, ich sag dir, die fahren jetzt hier 4 Stunden lang. Das ja, ich würde, ne? Das sind Empfänger von Transferleistungen. Ja? Das sind unsere Steuergelder. Haben wir eigentlich Waffen? An Bord? Ja. Das muss doch möglich sein, dass man auf sowas schießt. Also, eine Kanone, es kommt. Nein, ich meine nicht bösartig, aber ja, liebevoll. Okay. Also, wie man so sagt, ein Schuss vor dem Bug. Ja? Es kann doch nicht sein. Wir arbeiten hier, ja, hier haben wir Leistungsträger im Publikum, die sich teure für 8 Euro die Karten gekauft haben. Ja? Und da unten wird sinnlos Sprit vergeudet. Ist das Nathalie? Ja. Ja. Ich bin so fasziniert von diesem Hubschrauber. Das ist großartig. So. Jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Wenn Sie so eine Reise machen, dann können Sie die natürlich nicht... Das möchte ich übrigens zeigen. Das möchte ich nur einmal zeigen. Schauen Sie hier, das hat unsere Kollegin in der Werkstatt gemacht. Was ist das? Das Boot. Haben die gehupt? Ja, die haben so eine Hupe, ähnliches Teil. Da musst du dich jetzt mal dran gewöhnen. Ja, auf dem Rhein ist ja die Hölle los. Ja. Feuerwerk. Hast du das gewusst? Feuerwerke, andere Schiffe. Ich hab's mir fast gedacht. Auch das viele Wasser ist für mich irgendwie irritierend. Übrigens, da, schauen Sie mal hier raus. So niedrig ist das Wasser im Rhein zurzeit. Ja? Weil unsere Gletscher wegschmelzen, ist hier eine Sandbank. Ja. Da ist normalerweise auch nichts zu sehen. Ganz genau. So. Jetzt aber ist es soweit, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine solche Schifffahrt machen, 4 Stunden lang, dann können Sie das natürlich nicht mit aller Gewalt alleine durchziehen. Dann brauchen Sie im Grunde Bestien mit an Bord, sag ich yes. mal. Ja, Sie brauchen Tiere. Ja. Sie brauchen Menschen, die es in der DNA haben, zu sagen, wow, that's show business. Die weiter steppen, wenn das Schiff schon längst untergegangen ist. Das Beste, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Und heute, meine Damen und Herren, 3 großartige Kollegen, eine wunderbare Kollegin, die beste Frau, die man für diesen Zweck kriegen kann. Und 2 wunderbare, junge, talentierte Herren. Hier sind Anke Engelke, Olli Dietrich und Bastian Pastewka. Toll, fantastisch, nehmt Platz. Ach, das ist schön, das ist schön, dass ihr so ein großes Sofa für uns habt. Ja, pass auf, wir haben es ein bisschen kuschelig und ein bisschen intim gemacht. Ja, und schön. Ich sag euch jetzt schon, habt ihr Sonnenbrillen dabei für alle Fälle? Nein! Du siehst aus wie Karl Lagerfeld.
Ja. Nein, wirklich? Ja. Ah, ja. Finde ich. Was denn? Was denn? Was denn? Also für Reiche. Ja, nein, wirklich. Ich so mit dieser Brille so ein bisschen eingeschickt. Ja. Ich habe eine Sonnenbrille zur Not mit, die wir uns teilen. Ja, also je nach Sonnenstand. Ich sage euch, es ist doch anders, als man sich vorgestellt hat auf dem Schiff. Schön. Es ist schön, ne? Ja. Aber es sind wahnsinnige Ablenkungen durch die anderen Boote, die dauernd ranfahren. Die Dekoration fährt immer vorbei. Bitte? Die Dekoration fährt immer vorbei. Die Dekoration fährt immer vorbei. Das rubbelt jemand aus. Das Schiff steht nämlich an einem Punkt. Also verrat doch nicht alles. Das ist ein Schalter, liebe Freunde. Ein Schalter. Mehr ist es nicht. Wir sind wahnsinnig schnell. Wir sind wahnsinnig schnell. Das ist uns eben erst aufgefallen, als wir beim Fahren, als wir uns drehten. Wir haben uns ja so schnell gedreht. Und das haben wir aber erst realisiert, als wir es auf dem Monitor sahen, witzigerweise. Aber jetzt ist gut. Wir werden es noch erklären. Das Schiff orientiert sich mit der Geschwindigkeit nicht an Knoten, sondern an den Kilometern. Also man sagt, in 3 Minuten muss ich von da nach da gefahren sein. Das ist nicht wie sonst auf hoher See, habe ich gerade vom Captain, wir werden uns nachher noch ein bisschen mit dem Captain unterhalten, gehört, dass das Schiff sich daran orientiert. Ich habe mich vorbereitet auf diese Sendung. Ja? Tatsächlich. Ja. Das ist immer was anderes. Dann nicht immer dieses Negative. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das sehr, sehr schön. Nein, ich habe mir Sendung von Kollegen angeguckt, von, sagen wir mal, Patti Lindner, von Günther Webel, die dieses Genre eher sonst machen. Da waren wir vorher, alle drei. Sehr gut. Kein schöner Land. Kein schöner Land. Sehr, sehr schöne Sendung. Und da kommt immer der Satz: Ihr habt viel zu tun, ich freue mich, dass ihr trotzdem hier seid. Aha. Und das ist ja bei euch auch absolut passend. Das ist richtig. Ja. Oder? Ja. Wir freuen uns, dass wir hier sind. Ihr müsst ja heute Abend noch weg. Das ist eigentlich das Beste, was man in so einem Fall, um zu zeigen, wie man im Geschäft ist, sagt. Das ist so der McCartney-Appeal, wie bei Wetten, dass vorzeitig gegangen werden muss, weil die Maschine sonst nicht mehr starten kann. Absolut. Kevin Costner muss ja noch nach Amerika. Und wer bleibt immer sitzen auf der Bank? Und wer bleibt immer sitzen? Ich! Ja. Nein, ich du bleibst sitzen. Ich komme als Erste raus und ich bleibe immer bis zum Schluss sitzen und schlafe 2 Stunden. Ich glaube, wir müssen los, oder? Ja, genau. Wir müssen auch schon los. Du bleibst sitzen, weil ich die Leute sehen will. Aber auch zum Beispiel Andrea Kiebel bleibt auch bis zum Schluss und so. Ja, die Weiber halt. Die Männer müssen immer vorher gehen und die Mädchen sitzen dann immer und sollen lustig und schön sein. Leider. Und die Stars müssen weg. Ihr müsst heute noch ins Pantheon nach Bonn, wo ihr heute Abend auftretet. Das ist Wahnsinn. Wir machen momentan eine Deutschland-Tournee durch Deutschland. Mit eurem Programm? Das war so gedacht. Ja, mit Schiff, aber ohne Schiff. Wie heißt das Programm? Das heißt, ein Abend mit... Ich komme jetzt nicht drauf. Mir läuft die Brühe runter, ich muss die Jacke ausziehen. Ja, okay. Eine Brühe, du, es ist so wahnsinnig heiß, wirklich. Ja. Es ist super warm. Ist so wahnsinnig. Ja, ist euch auch heiß? Nein. Ja. Ihr könnt die Jacken ausziehen. Nein. Ihr sitzt im Schatten, wo bei mir... Das tue ich hier keinen Menschen. Ich habe so den Rest der untergehenden Sonne, ich muss die Jacke ausziehen. Alles, was hier drunter ist, ist gefährlich. Außerdem komme ich hier gar nicht raus. Gut, ich probiere es mal auszuziehen. So, danke. Für dich geht es morgen wieder los mit Lady Kracher. Ja, morgen ist die erste Folge. Ja? Und wir sind eigentlich auch zurzeit in der Probe, aber es ist ja eigentlich technisch nicht machbar. Deswegen habe ich frei bekommen heute. Das finde ich toll. Für die Sendung. Ja, und morgen startet die erste Folge der neuen Staffel von Lady Kracher. Von 13 neuen Folgen und für die vielen, vielen Fans von... Vielleicht kann ich das mal kurz... Weiß jemand, was das für eine Burg ist? Ist ja auch ein Traum, diese Burg da oben. Ja. Ja, das haben wir flüssig. Wir aus der Pistole geschossen. Ja. Ja. Naja, bis wir es haben, meine Damen und Herren. Sag Els, stimmt immer. Ein wunderbarer Ausschnitt aus den neuen Folgen von Lady Kracher. Ja, sehr gut. Am Morgen, am 22.15. So, ihr habt auch abgelegt. Es wird doch warm, ne? Absolut, ja, es ist sehr, sehr warm. Was seid ihr empfindlich? Was seid ihr für Memmen? Es ist ganz frisch, es ist ein angenehmer Fahrtwind. Ja, toll ist der. Ja, aber du sitzt auch schon ein bisschen so im Schatten. Hast du mal schon mal was mit... Ein Gespräch. Hast du schon mal was mit dem Schiff erlebt? Ja. Läuft ja prima bei dir. Nein, jetzt mal ohne Witz. Ich erzähle dir, das ist echt Premiere. Ich erzähle dir jetzt die Knallergeschichte. Ich bin ja durch einen lustigen Zufall in Kanada geboren. Und irgendwann entschieden meine deutschen Eltern, dass wir wieder zurück nach Deutschland gehen. Und das haben wir mit dem Schiff gemacht. Also wir haben übergesetzt von Kanada zurück nach Deutschland. Da war ich 5 und seitdem bin ich leicht traumatisiert, was Schiffe angeht, aber das wollte ich hier an dieser Stelle gar nicht sagen. Ich habe extra nichts gegessen, aber offensichtlich schlägst du mir fürchterlich auf den Magen. Nee, egal. Nicht. Nein, ach, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe eine Reisetablette genommen. Also wenn ich etwas wirr erscheine, meine Damen und Herren, es liegt nur an der Reisetablette, nicht an meinem privaten persönlichen Zustand, daran auch, aber nicht nur. Das machst du aber normalerweise nur, wenn du reisen möchtest. Richtig. Dann nimmst du eine Tablette und stellst dir, das ist wie Total Recall im Grunde. Eine Reisetablette, verstehst du? Das Zeug tobt, merkst du das? Ja, das ist ein super Gag. Man nimmt eine Tablette. Apropos ein super Gag, da fällt mir ein. Wollt ihr mal den offiziellen Bundespräsidenten-Witz hören? Ja, ja, ja. Haben wir die?
Zeit? Haben wir die Zeit? Aber Bundespräsident passt ja zum Rhein. Aber ja? Bundespräsidentinnen. Und ist das ein männlicher? Nein, der Bundespräsident Johannes Rau hat ihn gestern Abend erzählt. Ach so, so. Der, Witz, der kann, okay. sehr, gut der kann sehr gut Witze erzählen. Der kann sehr gut Skat spielen. Kann ja, ja. Darf ich meine Rau-Geschichte kurz erzählen? Ja, willst du erst erzählen? Soll ich erst mach erst den Witz und dann also, ich habe ich habe ein Porträt gesehen. Sag mir, wenn eine wichtige Burg kommt oder so. Ja, klar, ja. Weil die Sache heißt ja auf dem Rhein. Vater Rhein und Mutter Elbe, sagt man ja auch. Gibt es einen Rhein drauf? Nein. Ist für viele doch dasselbe oder so. Also, ja, also Johannes Rau, seine Gattin Christina hatte ein Porträt im WDR, in der Reihe Hautnah. Ja? Mensch, Hautnah, da Mensch, war ich auch mal. Du warst auch mal. Ah ja, genau. Wir waren beide sehr hautnah auch miteinander. Ja. Aber das ist ja, gut, später. Also jetzt, ja. jetzt lassen wir mal sehen. Ist das nicht eine Dermatologen? Jetzt hör mal auf. Ja, also das haut aber hin. Ja, ja, ja. ja. Also, da sagt der Bundespräsident, zwei Spatzenweibchen sitzen ganz traurig auf einem Zaun. Ja. Und sagt die eine zur anderen, wieso guckst du denn so traurig? Ja, mein Mann hat eine Meise. Das fand, ich fand ihn hinreißend. Ja, der ist wirklich süß. Na, bitte, der hat Charme, wenn du den bei der Mütter, hat Herz. Wenn du den bei Müttern erzählst von Freunden, die du angraben willst, hast du gewonnen. Vielleicht anders erzählen. Sein Schwiegermutter. Ja, einfach anders wie erzählen. Anders erzählen. Ja, war er schlecht gebracht? Nee, aber er hat ihn auch so gebracht. Und weißt du, wie er seine Frau kennengelernt hat? Genauso. Nein. die waren eingeladen bei einer Gesellschaft und die damalige noch nicht, Frau Rau, steht auf und ging und er sagte, sie gehen schon. Ich dachte, wir wollen uns verloben. Nein, ja. das finde ich, das also, ist sehr, sehr schlecht. Was hast du für eine Raugeschichte? Also meine Raugeschichte war, dass ich im vergangenen Jahr... Hört doch mal auf mit dem Lärm da! Mit der Kamera kommen Sie, es ist wirklich voll. Ja, es ist voll. Dass wir, Paparazzi, dass wir, ja, da war so eine Veranstaltung im Schloss Bellevue. Und da habe ich so ein bisschen mitmoderiert und ne, da warst du doch auch. Da war ich dabei. Bastian. Richtig. Hallo. Hallo, Freund. So, und dann war auch, ich habe das mit Kai Pflaume moderiert, so eine Modenschau für einen guten Zweck, wunderbar. Und vorher bekam man aber eine Audienz beim Bundespräsidenten und seiner Frau, die ihn übrigens auch mit mein Bundespräsident anspricht bei öffentlichen Anlässen. Ich sagte, die sagt das macht meine Freundin auch. Ja. Fand ich sehr schön. Und dann hatten wir vorher eine Audienz mit vielen anderen, mehr oder weniger, weiß ich nicht, wichtigen Menschen, die da auch irgendwie Gelder geliefert hatten. Und dann saßen wir da und dann kam irgendwann rein, Kette rauchend. Also der steckt sich Kette ja ein und sagt, das ist ja herrlich, das ist super. Mit vielen Hunden und vielen Zigaretten kam er da rein und sagte, ach, Frau Engelke, ich bin ja nur ihretwegen dir. Ich habe Sie früher sehr geliebt, als Sie noch bei der Tagesschau waren. Was machst du denn? Verbesserst du den Bundespräsidenten? Nein, war ein Gag. Nein! Und da kam nämlich noch eine Reprise. Damals war die noch gut. Ja, hat ihn verwechselt mit Susanne Stahnke. Ja. So, richtig. Jetzt heute Bilder, Flavor, macht das. Ja, Spaß. Okay. Gut. Ja. Dieses Schiff hat einen großen Vorteil. Es erfüllt unzählige Wünsche. Wünsche, die ich mir schon lange erlaube und ihr vielleicht auch einen Wunsch von euch. Und ein Wunsch von mir ist, diese wunderbare Serie Traumschiff mal so ein bisschen nachzuspielen. Oh, ja? Ja, das ist aber schön. Ja. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ich nee, echt. Was ist das? Kennen wir das Schiff? Die Stolzenfels. Ach, hört doch mal. So. Mit 5 Kellnern jetzt zubringen. Ich freue mich. Hallo. Ja. Und zwar, wir haben uns gedacht, wir schreiben keine 19. Wir nehmen Originaltexte aus 4 Szenen aus dem Traumschiff. Habt ihr die Texte liegen hier für euch? Ja. Vorbereitet. Das könnt ihr doch gar nicht lernen in der Kürze. Nein, wir lesen ab. Ah, wir lesen ab. Wir lesen ab. Das muss erlaubt sein. Kann man auch einfach machen, was man will? Naja, im Weiteren, eigentlich schon, ja. Es steht auch drüber, was Sie nicht lesen können. Hier steht, Spielorte werden noch festgelegt, steht hier. Und Skripte halten Darsteller in der Hand. Die Darsteller halten Skripte in der Hand. So geht's, genau. Ah ja, anders. Ja, nicht die Skripte halten die Darsteller in der Hand. Nein, das ist ja völlig verkehrt. Ja, na klar, das würde auch gar keinen Sinn geben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und der Spielort wird nur insofern festgelegt, als dass wir doch auf dem Schiff bleiben, oder? Im weitesten Sinne, ja, aber das ist die Überraschung. Ziehen wir uns erst um oder kommt erst der Vorspann? Ja. Erst müssen doch schon mal die Sachen an, weil nach dem Vorspann geht es ja direkt los. Absolut. So ist es. Ich spiele mal den Kapitän. Wie genau wird das gemacht, wenn es hier einen Kapitän und einen Schiffarzt gibt? Wir sind zu viert. Nein, ihr beide seid Ehepaar Blaschke und kommt im zweiten Teil. Ah gut, wir haben noch frei. Und Bastian ist der Schiffsarzt. Ich bin natürlich der Schiffsarzt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und hier können wir uns mal die Kostüme raussuchen. Dann schauen wir mal. Macht ihr erst oder alle vier auf einmal? Das ist ja wie bei Kohlenkampf. Nein, noch besser. Nein, nicht nur bei Rudi Carrell. Da waren auch immer vier Leute auf einmal in einem Sketch? Nein, aber da war so ein Kleiderständer. Und haben sie was rausgeholt? Ja, genau. Eben noch auf unserem Schiff, jetzt auf der Showbühne. Und jetzt auf der Showbühne. Hallo. Ja, genau. Haben Sie mal was mit einem Krokodil erlebt? So. Ja, hier sind ja unglaublich viele Arztsachen dabei, dass ich einen Schiffsarzt spielen muss. Wir sind das Ehepaar. Komm, wir sind das ihr seid das Ehepaar Blaschke. Ihr müsstet dann schon runtergehen auf das Zwischendeck, um dort geschmacklos aussehen. Zu positionieren, wenn es weitergeht. Ich nehme dieses Kleid. Aha. Na gut, dann nehme ich diesen Hut hier. Sehr schön, Harald. Ich muss die Jacke auflassen wegen
Mikrofon, das kann ich vielleicht mal zu Hause sagen. Gut, da kommt ein Zug, ein Güterzug. Ja, das gibt's auch auf dem Rhein. Fantastisch. Okay, ja. So. Das kann ich vielleicht zu Hause noch mal zeigen hier. Kann man das bringen? Was Sie da sehen, das ist kein Pudelembryo, das ist das Mikrofon. Und das muss so einen ganz massiven Windschutz haben, weil hier natürlich ein starker Wind geht auf dem Rhein. Und damit Sie uns zu Hause hören können. Nur, falls Sie gefragt haben, was hat der da vorne? Richtig. So, das passt ja wie angegossen. Aber guck mal, das haben wir neu. Breit an der Seite. Ach, guck mal hier, mit so einem Strichko noch. Meinst du nicht so breit? Ja, an den Seiten, an den Schultern. Ja. Das trägt ein bisschen auf. Aber gut. Das ist wichtig. Beim Traumschiff haben diese Berliner Ehepaare schon diese... Wie siehst du denn aus? Ja, wieso? Wie sehe ich aus? Du siehst aus wie... Ich mache eine Uniform total. Wie ein Romulaner aus Star Trek sieht er aus. Jetzt weiß ich. Wie sehe ich aus? Wie ein Romulaner aus Star Trek. Die haben auch diese ganz breiten Sachen. Unglaublich schön. Du weißt, wie du aussiehst? Na, wie eine Ikea-Lampe. Ja, ich bin eine Ikea-Lampe. Du darfst mich Torben nennen. Nein, du siehst aus wie Konsul Weyer damals, als der für Onkis Werbung gemacht hat. Kennst du das noch? Nee. Onkis, das waren diese albernen kleinen Orangenscheiben mit Schoko drum. Da hat er mal Werbung für gemacht. Er ist jetzt aber ein bisschen raus aus dem Geschäft. Ja, aber es kauft ihm keiner ab, wie Lothar Matthäus, als er für Fleischwurst Werbung gemacht hat. Aber ist mit seiner Gattin aufs Hütte sehr happy. Ich habe ihn neulich gesehen. Und das Tolle beim Traumschiff, haben die Ehepaare immer schon die Klamotten an, wenn sie reinkommen. Ja. Ja? So, ihr in anderen Serien sind ja alle nackt übrigens. Ja, ja. Ihr geht nach unten. Ja. Bastian, du bleibst hier. Natürlich, mein Fehler. Ja. Und man zeigt euch unten, wo die Position ist. Es ist folgendes, pass auf, es ist ja technisch sehr schwierig hier mit dem ganzen Funk und so weiter. Absolut. Das heißt, ihr könnt nicht mit Walkie-Talkie euch Bescheid geben, wenn ihr dran seid. Wenn Bastian und ich fertig sind, ja, rufen wir hier... Oh, pass mal auf, Nein, Olli, das gefällt ja. mir ja, sehr. Wirklich. Das gefällt mir sehr. Er sieht genauso aus wie neulich, als er selbst abgeholt wurde vom Sanitätsdienst. Absolut. Der Schau. Ich habe auch das genau mitgebracht. Was? Pass auf, ich rufe dann hier runter. Blaschkes, ihr seid dran. Ah, cool. Das ist für euch das Stichwort, dass es losgeht. Okay, und müssen die irgendwo herkommen? Was meinst du, woher kommt? Aus irgendeinem Land? Aus Berlin. Aus Berlin, steht im Skript übrigens. Entschuldigung, habe ich noch nicht gesehen. Ne? Okay. Also geht mal runter, bitte. Sehr gerne. Ja? Ja. Und wir stellen uns hier, das ist die Position für den Schiffsarzt und den Captain. Du stehst vor mir. Natürlich. Du stehst so. Sehr gerne. Und ich stehe so. Ja? Darf ich den mal so hier hinstellen? Ja. Schiffsarzt, ich bin der Captain. Natürlich. Vorspann. Also es gibt ja, das ist selbstverständlich. Ich warte mal, ob die Blaschkes schon in Position sind da unten. Ja, die haben ja noch ein bisschen, ne? Guck mal, es ist ja noch einiges, was wir hier. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen autoritär in die Ferne gucken, nach dem Motto, Mensch, ist das schön hier. Wir müssen uns vorstellen, wir fahren ja noch nicht, wir stehen ja noch, Ach, wir stehen ja noch. Im Grunde beim Einchecken, während die Passagiere kommen. Ja, klar. Ah, es ist noch die Einchecksequenz am Anfang, wenn man erstmal Kapitän ganz und genau. Dein Kumpel sieht, hier so, Mensch, ist das so, toll. Na, und so Heinz. Ja, richtig. Das ist also ich bin Heinz natürlich. Du heißt Heinz. Ich heiße Heinz. Ja, der Schiffsarzt heißt Heinz. Ja, du heißt Heinz, weil sonst könnte ich ja nicht sagen, na, Heinz, auf dass die Arche wieder voll wird. Ah, richtig. Los geht's. Na, völlig richtig. Erstmal der Vorspann. Meine Damen und Herren, original aus dem Traumschiff. Na, Heinz, auf dass die Arche wieder voll werde. Mhm. Komisches Gefühl. Du machst das schon seit Jahren und immer wieder ist es schön. Stimmt, geht mir ganz genauso, wenn ich da an meinen alten Krankenhausbetrieb denke. Moment mal, da ist jemand. Aha, wo, wer? Na da! Na, finde ich nicht gut. Na da! Gut. Die Dame kommt mir bekannt vor von früher. Kennst du die Frau? Ich habe das Gefühl, es wird eine besondere Reise diesmal. Eine außergewöhnliche Reise. Hatten wir denn jemals mit der MS Berlin eine gewöhnliche Reise? Komm, lass uns reingehen, Heinz. Jetzt gucke ich noch mal so nach draußen und drehe mich dann super ab. Pass auf. Ja. Kurze Werbung und dann geht's weiter mit dem Blaschkes.
Die Harald Schmidt Show zu Gast auf Vater Rhein und Sie sehen zurzeit eine Folge aus dem Traumschiff. Gerade eben haben der Captain und sein Schiffsarzt Heinz festgestellt, dass es diesmal wohl eine außergewöhnliche Reise werden wird. Und nun sind wir gespannt, was die Blaschkes uns zu sagen haben. Es geht weiter mit den Blaschkes! Ich will nicht, ich fahre da nicht mit. Ich will nach Hause. Rudi, das ist so schön. Ich habe mich so lange schon auf die Fahrt drauf gefreut. Ich springe so über Bord. Nee, da hockst du auf so einen Kahn herum und wisst nicht, wie dein Verein gespielt hat. Ich finde das alles scheiße. Das ist voll bepuppt. Ich gehe über Bord. Jetzt komm mit. Und was machst du denn? Ich freue mich schon so. Ich habe eine richtige Gänsehaut. Eine Gänsehaut? Rudi, kick mal all die Leute. Welche Leute? Wo sind denn hier Leute? Ich sehe nur den Kameramann. Kick mal all die Leute, wie schick die angezogen sind. Judith, ich dir den schwarzen Anzug eingepackt habe. Hör mal bloß auf mit dem schwarzen Anzug, Mann. Ich will nicht anziehen hier für die feinen Leute. Urlaub. Verstehst du? Urlaub. Wir müssen rückwärts gehen, damit die Kamera uns auch von vorne sieht. Richtig. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Noch zwei Stufen. Du musst sagen, was du bist. Was bin ich? Metzgermeister. Du bist ein Schlachtermeister aus Berlin. Ich bin ich fahre einen Mercedes mit Anhängerkupplung. Weiter so. Jetzt lang. Jawohl. Momentchen mal. Umblättern. Feine Leute. Hab ich nicht gelesen, ist egal. Andere Leute haben nur ein Bein, sag ich immer. Komm, weiter so. Geht's. Herr Blaschke, wieso? Wo willst du denn hin? Naja, komm, wir müssen jetzt hier rein, wir müssen uns doch umziehen. Warum denn umziehen? Ich zieh mir nicht um. Naja, wir haben doch gleich noch das Captain's Dinner. Was für ein Dinner, Captain's? Captain's Dinner. Und wer ist der Captain? Das ist der Mann, der wo hier den Kahn fährt, weißt du? Aha, Olli Kahn. Nee. So, jetzt aber, ein Wortwitz jagt den nächsten. Ist das unsere Kabine? Das ist unsere Kajüte. Da kann ich ja gleich zu Gabi Bauer eine Sendung gehen. So, jetzt musst du dich noch richtig in Schale schmeißen. In Schale? Wo waren wir in überhaupt? In Schale, jetzt machen wir mit dem Kajüte. Ja, in Schale mache ich mit dir. Was, in Schale schmeißen? Wieso das denn? Bin ich vielleicht der Kaiser von China oder was? Naja, aber der Kapitän ist nun mal der Chef von diesem Schiff. Was? Das ist? Ach, ich höre irgendwas, das ist aber nicht für mich, ja? Da heißt noch einer Olli, na so ein Pech aber auch, na kann ja mal vorkommen. Also nochmal, so seinetwegen in Schale schmeißen und bin ich etwa der Kaiser von China? Immerhin ist er der Chef vom Schiff. Was, na und? Verlange ich von meiner Kundschaft, wenn sie reinkommen, eine Bulette will, dass sie sich besonders verkleiden? Oh Mann. Was hab ich nur für einen Mann? Das ärgert mich jetzt sehr. Der Mann ist eine Strafe wert, bloß zu Hause geblieben. Aua, sag ich da an der Stelle. Aua, also, um das ein für alle mal klarzustellen, du wolltest die Reise machen, nicht Icke. Ich sehe gerade, ein blinder Passagier wurde an Bord entdeckt. Chef-Steward Victor bringt den blinden Passagier. Also doch einer. Ich hab mir das fast gedacht. Chef! Einer von den Koreanern hat ihn im Maschinenraum gefunden. Am Wasserhahn. Er muss seit Tagen nichts mehr getrunken haben. Wie heißt du? Oh, Domingo Duval. Aber meine Freundin nennt mich Sandy. Ja, anfassen steht da nicht drin. Ja? Ich wollte private anfassen, sorry. Also. Und warum bist du ausgerissen, Sandy? Oh, ich will in die Staaten und studieren. Ach. Ja, Medizin. Studieren? Wie stellst du dir das vor? Ohne Schulbildung ist es schwierig, studieren in Amerika. Oh, ich will arbeiten. Jede Arbeit mache ich. Damit verdiene ich Geld und kann lernen. Lernen und arbeiten, wenn das so einfach wäre. Jetzt kommt so eine kleine moralische Dinge. Ja, sehr schön. Die Einwanderungsbehörden werden dich gar nicht erst ins Land lassen. Du hast wohl vergessen, dass die Reederei $1000 Strafe zahlen muss für jeden blinden Passagier und einen Rückflug in die Heimat. Was heißt? Na? Ja, und? Sir. Wenn ich Arzt bin, zahle ich Ihnen die $1000 zurück. Bitte, Sir, lassen Sie mich doch wenigstens versuchen. Ich kann das nicht entscheiden. Ach, warum nicht? Sandy. Aber morgen werde ich mit der Reederei telefonieren. Arbeiten und lernen. Wenn das mal alles so einfach wäre, dann gäbe es wirklich keine armen Menschen mehr auf der Erde. Aber so ist es nicht. Sperren Sie ihn ein. Victor, höchste Zeit für das Captain's Dinner. Ich muss mich erst mal umziehen. Okay. Du bist jetzt erst noch Stewardess. Ja. Ja. Ich muss mich umziehen. Ja. Denn jetzt sind die Blaschkes in Afrika. Blaschke, wir? Ja, was? Geht weiter gleich direkt? Richtig. Ach so. Wo? Da seid ihr. Gut.
Na, kiek mal, was ist denn das hier? Hier, Herr Mann mit der Mütze. How much money kostet hier? Give me $15. Ich verstehe überhaupt nicht mehr. $15 will der? Nee, das ist nicht für mich. Ich kaufe da nicht beim Eingeborenen. Improvisieren noch ein bisschen, Harald kommt gleich. Achso, ja, beim Eingeborenen mit dieser Lustchenfrisur, sagen Sie mal. Wie haben Sie das denn gemacht? Hier gibt's doch gar keine Mikrowelle. Eine Kokosnuss. How much das? $5. Was? $5? Einsatz. Handeln! $5. Handeln? Ich handel doch nicht. Ich bin Metzgermeister und bin der Meinung, dass man hier eine Entwicklungshilfe leisten sollte. Sie müssen handeln, das erwarten die von Ihnen. Das ist hier eine Art Volkssport. Volkssport? Was heißt ein Volkssport? Das kommt gar nicht in Frage. Jetzt sage ich Ihnen ein für alle Mal, Herr, Frau Stürdes, wir handeln nicht. Bei uns ist Dollar nur 2 Mark und für die ist es eine Existenzfrage. Und du, Trutschchen, kaufst dir jetzt einen Hut und bezahlst den vollen Preis. Hut? Entschuldigen Sie, so habe ich nicht gemeint. Ah, kick mal da, der Hut. Wie gefällt denn dir der? Naja, gut. Mach mal ruhig. So, was jetzt? Kick mal, Trutschchen, kick mal. Auch ist das nicht süß? Hier. Das ist ja schön. Kick doch mal, du musst noch mal zu meinem Hut sagen, Rudi. Gefällt der dir? Ja, schöne Farben. Schön. Ja. Gut. Wirst du jetzt auch nicht mehr. Ja. Gut. Das ist ein bisschen zäh, oder? Ja, also, ja, nicht eine Pointe, wer hat ist sich das denn ausgedacht? Naja, was hätte du weißt, Schmidt, das ist, ja, wenn man das nicht proben kann und so weiter, das ist zäh. Komm, wir ziehen das durch. Wollt ihr das weiterspielen? Oder ja, das ist schön lächerlich. Das ist sehr albern. Okay. Wir verspielen ja den sämtlichen Kredit. Also, pass auf, jetzt mach mal Mona, du nimmst das Kind mit. Ach so, okay. Das Kind. Das ist das Kind. So. Sag mal, das kannst du aber nicht einfach so mitnehmen. Wie heißt denn das Kind, Sie? Das Kind heißt Mona. Das heißt dann Diego. Gut, so. Nun mach mal nicht so einen Mist. Platz gesetzt das Kind wieder ab. Geht so gerade durch. Jetzt wird's geil. So, jetzt brauche ich ein schönes, kühles Pilz. Was? Setz das. Jetzt brauche ich ein schönes, kühles Pilz. Das ist ein Lacher. Jetzt brauche ich ein schönes, kühles Pilz. So, Lacher. Und jetzt springt Joe Cocker von Bord. Und jetzt gehen wir runter und das machen das Captain-Szene, weil das ist schön, mit diesen ganzen Kerzen und so weiter. Ja, super Geschichte. Ging schon mal relativ gut auf. War ein bisschen zäh, aber du weißt, wie das ist, wenn du nicht die Gelegenheit hast, das vorher zu proben. Ich glaube, es lag an Helmut, der ist ja kein richtiger Schauspieler. Man hat ja da auch nicht die Möglichkeit, sowas einfach zu schneiden oder so. Das machen wir dann den ganzen Tag seine Orgel putzen. Ja, klar. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt runter und machen Captain's Dinner. Das ist schön, da haben wir das alles hergerichtet und da gibt es ein kleines Feuerwerk. Ja. Und man hat ja nicht die Gelegenheit, bei so einer Reise sowas zu proben, verstehst du? Ist er Kannibale? Da könnte ich einen Kannibalenwitz loswerden. Wie? Zwei Kannibalen essen einen Clown, sagt der eine, der schmeckt ja komisch. Okay. Ja, sind wir im On? Wir sind im On, wir sind die ganze Zeit im On. Ich verstehe. Das ist ja 4 Stunden, da kannst du nicht einfach unterbrechen. Aber du weißt, wie das ist, ne? Ja. Man stellt sich das mit dem Traumschiff als den absoluten Hammer vor. Und dann läuft die Szene. Alles klar, aber. Alles super, ich freue mich. Und dann hast du das, merkst du plötzlich, es funktioniert nicht, ne? Ja. Es wird zäh. Man probt das und überlegt sich dann relativ nach einer halben Stunde schon, dass es eigentlich mit einer Stunde gut Kolleginnen gewesen und Kollegen. Ich lerne dabei deinen Monolog, Harald, der ist sehr lang. Ich glaube, dass 4 Stunden zu lang sind für so eine Sendung, Harald. Es könnte sein, dass es nicht trägt. Ich glaube, wir müssen eher... Ja, das habe ich mir auch gesagt, als ich das erste Mal ein Schiff auf dem Wasser gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass er dich untergeht, wa? Muss ich der Captain? Ah, du siehst ja großartig aus, wie Ebitus 1982. Ja. Aber das ist... Achso, ich muss ja eigentlich in meiner Frau sitzen, oder? Bitte? Ich habe falsch gemacht, oder? Ja. Ist egal. Aber mit der Sitzordnung sind wir relativ flexibel. Vor allen Dingen muss der Kapitän doch am Kopf des Tisches sitzen. Dann sitzen wir immer noch nicht nebeneinander. Also ihr könnt euch auch hinsetzen. Komm, du musst hier, glaube ich, hin. Ich kann nichts verstehen. Ich bin eine blinde Frau. Ach, jetzt mach doch hin. Ich heiße Domingo. Ich habe gemacht diese Berliner und 4 Kuchen. So, gibt's da auch Text? Ja, nur ich. Nur Monolog. Übrigens sehr gut die ausgestellten Schultern. Das gefällt mir auch sehr gut. Bei dieser Uniform? Ja. Ich glaube, du hast noch ein Ruderblatt in der Jacke. Hier im Text steht, ich stehe auch, aber ich bleibe sitzen, weil dann kann ich den Text besser lesen. Okay. Vom Bild her ist aber interessant. Absolut. Ja. Weißt du, es ist einfach fantastisch mit dieser Landschaft. Und hier unten ist es auch doch wesentlich angenehmer, oder? Wir lassen die lustigen Sachen an, das versteht eh keiner. Das ist mein Vorschlag. Es ist sehr, sehr kühl. Ja, im Grunde ist es oben eine Scheißhitze. Das kann man nicht wissen. Die Leute da oben gehen mir auch ziemlich auf den Sack. Lass mich. Hier ist doch
viel, viel besser. Ja gut, aber dass du keine Reaktion hast, dafür können die nichts. Nein, es hat zwei Gründe. Zum einen natürlich... Den einen kenne ich, bin mit ihm auf Tour. der eine gut Grund gegeben. Ist, dass viele Sachen einfach nicht funktionieren. Na, ja, okay, das versteckt man nicht drin, das ist so. Aber das ist das Credo deiner Sendung. Und du siehst auf diesem Monitor, es ist nicht richtig, weil es blendet. Natürlich. Ja. Es ist schwarz. Und es ist auch teilweise schlecht zu sehen. Ja. Und schlecht zu verstehen. Zu verstehen. Wir jetzt mal das ich mache jetzt diesen Traum. Was ihr nicht wisst, wir laufen die ganze Zeit. Du, waren wir schon in Bacharach? Ist wirklich so. Das kommt da vorne. What? Da müssen wir hin. Achso, ich bin ja noch der Domingo. Jetzt lass mal den Captain was sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Liebe Gäste, eine schöne Reise geht zu Ende. Eine Reise, die Sie nie vergessen werden. Sie haben eine einmalige Tierwelt hier in Afrika erlebt. Sie haben fremde Länder und Sie haben es erlebt, wie es ist, mit 15er vier Seiten in der Hand, sich rund zu spielen und wirklich gar keine Reaktion. Nun darf ich in diesem Kreis sagen, wir sind privilegiert, denn wir merken es zumindest. Ja. Schön aber Ruf sein. Viele andere haben schon 30 Folgen abgedreht und man sagt, mein Gott, was wir machen. In diesem Sinne, Dankeschön. Auf eine schöne Reise. Das und kleine Glas nur? Bitte? Das kleine Glas. Das kleine Glas. Und das große Captain's Dinner. Das ist aber auch gut. Ich wusste, dass ich das nur hier mitzufahren. Musik bitte. Ich finde es super. Ach herrlich, ich freue mich. Aber lecker. Steht denn da auch auf Wiedersehen in Sydney? Das ist doch immer anschließend, oder? Ach, wie herrlich. Das freut mich. Das ist ja zauberhaft. Ist das nur zum Ankicken oder auch zum Essen? Wir halten es mal eine Weile an, das Getränk. Ja, sehr schön. Vom Outfit her. Es hat auch sowas, meine Damen und Herren, die Bundesregierung hat soeben die diplomatischen Beziehungen zu unserem Land abgebrochen. Ne? Ja. I want freedom for my people. I feel when it's time to go. Aber weißt du was? Jetzt geht die Sendung richtig los. Dankeschön. Das war sehr, sehr nett. Guck, schau dir dieses Bild an in der Abendsonne. Das ist doch ein Traum. Weißt du? Man muss sich reinfinden in so eine Sendung. Die neue Umgebung, du kennst es nicht, ist ein anderes Timing. Wir sind in Bacharach. Nein! Oh. In Bacharach. Unser Lied. Das ist ja unser Lied. Nein, was denn? Erzählt mal. Na, Bacharach. Woran denkst du, wenn du Bacharach hörst? Yes, sir, I can boogie. Nein, das war Bacharach. Ach, das war Bacharach. Wie die langstieligen Rosen. Ja, richtig. Ja. Nein. Da gibt's... Bird Bacharach. Oh. Bird. Raindrops keep falling in my head. Achtung, wir machen jetzt das Spiel. Jeder muss, wir gehen im Kreis und jeder muss einen Bird Bacharach Song nennen. Okay. Bastian fängt an. Das ist gemein, weil What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So far at least until tomorrow. I never fall in love again. Don't you know that I never fall in love again. Ich habe mich vorbereitet. Das ist das Ende. Ja! Nein, alles gut. Natürlich! Wir kennen alle Songs von dir. Ich liebe Bird Bacharach, wie er ja wirklich ausgesprochen, nicht Bacharach. Olli. Ich singe die deutsche Fassung von, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf Deutsch hat es Gerd Wendland gesungen. Okay. Ja. Wo du bist, fällt kein Regen hin und du siehst Blumen blühen. Also schau sie an, sie lieben dich so wie ich. On the day that you Als du auf die Erde kamst, geschah ein kleines Wunder und ein Traum aus alten Zeiten wurde wahr. Deine Augen sollten Sterne sein und goldene Sonne lag auf deinem Haar. Wahnsinn. Ehrlich gesagt, ich oder du? So stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn seit 1 mein 60. Geburtstag aussieht. Was? Das wird nicht passieren. Wir zeigen das jetzt auch und senden das. Ist eines der Sender verkauft oder dieser Kahn abgesoffen? Das ist meine persönliche Meinung. Ich mach's auf Englisch. Okay. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Weiter geht's. Bravo. Ich wollte jetzt gerade gehen. Nee. Du kennst gleich, du bist der Musiker. Ja. Ja. Was soll eigentlich diese blöde Verkleidung? Ja, entschuldige mal, auch das ist eine Primetime-Show. Ich habe ihm gesagt, das ist nicht 23.15 Uhr, wo unser Publikum sitzt. Da sind auch breitere Massen, die da gewonnen werden müssen. Mir halte sich das Gesicht rot an.
Ist das rot? Ja, was hat man wieder gesagt? Ich dachte, die wollten mich schwarz schminken. Ja, nee, ein bisschen Vorbereitung muss schon sein. Das ist ja klar, dass wir gleich nicht ankommen. Die Perücke ist ja schon schwarz. Wir können auch umgehen, weil wir haben Raindrops Keep Falling on My Head mit der Band vorbereitet. Oh, nice. Ja, und ich kann auch mal den Captain besuchen. Ja, denn wir können aber auch Werbung machen. Könnte sollen sein, wir das? Dass jetzt wieder Lecken entstehen? Kann wir machen kurz Werbung, meine Damen und Herren. Und falls, wenn wir zurückkommen, dann singen wir für Sie den schönen alten Burt Bacharach-Song Raindrops. Vorsicht! Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ja. Ja. So. Dann singen wir für Sie den schönen alten Burt Bacharach-Song Raindrops Keep Falling on My Head mit Band. Und wir sprechen mit unserem wunderbaren Kapitän, Herrn Hellbach. Kurze Pause, bis gleich. Show zu Gast auf Fahrtverein. Nathalie im Hubschrauber reist hier in luftigen Höhen. Und wenn etwas bisher eingetreten ist, dann ist es die Erfüllung des Mottos Spaß und Gags auf allen Decks. Wahnsinn! Oder? Das muss sein, sprach Frankenstein und schob den ganzen Sack mit rein. Ja komm, also das war jetzt nicht nötig. Nicht oder? Wirklich, aber es ist nachher gewesen. Nein, aber wirklich, weil, weißt du, jetzt ist das Eis gebrochen. Ja? Und jetzt geht es um Titanic mehr. Ja, ich verstehe. Aber das spielen wir nicht auch noch nach. Was? Titanic. Nee, aber es kommt vielleicht ein Quiz. Schau mal, da kommt der Hubschrauber wieder. Super. Schau dir das an. Oh, schau dir das an. Wie super wir aussehen. Schau mal, das ist ein Bild, wo man das richtig gut erkennen kann. Ja. Ist das nicht toll, das Schiff, was man da sehen kann? Das freut mich natürlich besonders, da ich aus Hamburg bin, dass hier auch so viel Wasser und Schiffe gezeigt werden. Naja, es ist ja auch was fürs Auge. Natürlich. Natürlich. Auge sieht auch Fischauge. Bird Bacharach. Ja. Bird Bacharach. Raindrops keep falling. Das ist ein Raindrops keep falling. Raindrops keep falling. Bist du tief? Aus welchem Film? Aus welchem Film ist das? Soll ich sagen? Ja. Aus dem Film Butch Cassidy and Sundance Kid. Butch Cassidy and Sundance Kid. Richtig, mit Redford und Newman. Auf Deutsch hieß er nur Zwei Banditen, weil es so kompliziert ist, es auszusprechen. Wahnsinn. Richtig, und da ist der Film her. Wo er mit Catherine Ross auf dem Fahrrad fährt. Verkehrt rum. Richtig. Raindrops keep falling on my head. Und wer hat es gesungen im Original? Wer war es im Original? Nein. Wer war es? B.J. Thomas. B.J. Thomas. Niemand kennt ihn. B.J. Thomas. Raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just think I know. The Blue Space Hands. Ja, die Wiederholung nicht gespielt. Ich muss da nicht Won't defeat me. Jetzt haben wir es. Yes. It won't be long till happiness starts out to greet me. Nochmal. Rain. Yes. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cries not for me. Nothing's worrying me. Nothing's worrying me. Diese Uniform gefällt mir. Die steht ja auch. Ich finde, dass du so super aussiehst. Wir sind alle drei geil auf dich. Besser als Captain Nuss und Captain Iglo, finde ich. Nein, aber es wäre vielleicht zu früh gewesen. Guck mal, wie die Sonne jetzt sofort völlig andere Stimmung. Sonne weg. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt können wir privat werden. Ja, es wäre gleich. Es wäre zu früh gewesen, mit der Uniform anzufangen, oder? Hast du sowas auch zu Hause? Ach, da kommt die Sonne schon wieder. Schade. Ja, wie so eine Uniform. Hm. Ich habe verschiedene Uniformen zu Hause. Uniformfetischisten gibt es ja. Ja, und hier sitzt einer auf der Bank. Ratet mal wer. Folgendes. Es war früher so, aber ich habe doch gesagt, es ist vorbei. Wieso, was war das? Nein. Bei der Wochenshow hat Basti immer sehr, sehr gerne Uniformen getragen. Das weil die so eng. Wohl, kann ich doch jetzt Unterhosen sagen. Unterhosen mit Epauletten. Absolut. Wohl, weil die so eng waren, hast du mir immer gesagt, dass ich das scharf macht und dass ich aufpassen soll, dass dann niemand in deiner. Laufen wir schon? Nein, das hören wir mal. Wirklich? Oh, ich muss jetzt auch los, Freunde, es tut mir leid. Trug er auch Säbel?
Nein, selber trug er nie. Wisst ihr eigentlich, dass in Bacharach eine berühmte Operette von Robert Stolz spielt, wenn die kleinen Veilchen, die Sonne kommt wieder, wenn die kleinen Veilchen blühen? Das klingt auch wie ein Pornotitel bei Sat.1. Graf Pornobläs zum Zapfenstein. Da ist er. Und da sitzt er, wenn die großen Veilchen blühen. Der Glockenturm des Herrn Kaplan. Ja, oh ja. Steiner der eiserne Schwanze. Was ist denn los mit dir, Olli? Ja, gar nichts. Du hast völlig unter Sex. Das ist jetzt schon der zweite obszöne Karlauer innerhalb von 3 Minuten. Vielleicht liegt es einfach an der Uniform. Ist sie so schlimm? Nein, nein, ich super. Mag diese breiten Schultern. Du solltest doch das Ruderblatt rausnehmen. Sieht Klaus-Maria Brandauer nicht auch so aus in dem einen James-Bond-Film? Ja, da sieht er genauso aus. Woher der Bösewicht? Ja, natürlich, super Film. Kennt ihr diese Operette, wenn die kleinen Veilchen blühen? Nein, wirklich. Mit Klaus-Maria Brandauer? Nein. Ich möchte mal gerne mit euch was ein Musikvideo jetzt machen. Ja, ja? Das ist modern. Okay. Und zwar folgendes. Besser. Und zwar nicht in dem Sinn wie ein Musikvideo, wie man es bei MTV oder so kennt, sondern wie es so aufgelöst ist in so großen Shows, wo man, sagen wir mal, Kollegen wie die Flippers sieht oder, sagen wir mal, René Collo, die dann in verschiedenen Dekorationen stehen beim selben Lied. Wisst ihr, was ich meine? Ja, natürlich. René Collo hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das war eine Information, die völlig uninteressant ist, aber ich wollte... In den frühen 30ern auf jeden Fall. Genau. Machen damals wurde wie? Der Buchdruck gerade... Ja, kennt ihr das nicht? Dann geht man am Strand entlang, mal geht man in eine Burg, mal geht man in ein Restaurant. Du willst diese volkstümelnden Sachen haben, wie bei der deutschen Schlagerfahrerin mit Bernhard Brink, die ja aus der Sächsischen Schweiz kommt, oben von dieser Kuppel herunter. So ist es. Das so ähnlich. Nieder so flach wie der Norden. Richtig. Und das Lied heißt, meine kleine Schwester, die heißt Hedi. Kennt ihr nicht, nein? Nee. Ich spiele es euch einmal insgesamt vor, weil wir müssen Playback uns die Lippen dazu bewegen. Und dabei gehen wir so durch die Leute und und wir können uns einsammeln. Das ist super. Ja. Der Lolita-Approach. Können wir es mal einmal ganz hören? Läuft. Ja? Super. Und wir haben es in 5 Takes aufgeteilt. Also das heißt, wir können es in 5 verschiedenen Situationen spielen und dann wird das zusammengeschnitten und hinterher können wir es komplett angucken. Fantastisch. Ja? Bin dankbar, dass wir das nicht vorbereitet haben, weil es so einfach ist. Ja, wieso? Ja, wir haben es auf Anhieb richtig gemacht. Ja gut, wir probieren das jetzt einfach. Ja? Wo müssen wir hin? Was sollen wir tun? Was das können wir uns jetzt ausdenken. Super. Ja. Wir bleiben einfach sitzen. Kameraden. Nein, schön. Nein, ich würde sagen, Anke ist natürlich das naheliegende kleine Schwester Hedi. Richtig. Also die kommt gerade. Willst du nicht sein? Du wirst nur angesungen. Ja, bitte, ich mache auch die kleine Schwester Kann Hedi. Kann ich eine Transe sein? Ich will mitsingen. Ja gut, also dann kannst du singst mit und ich bin die kleine Schwester Hedi. Ja. Okay. Und die erste Einstellung, würde ich sagen, ist, ihr kommt so übereinander mit den Köpfen aus der Kapitänskajüte da oben. Ja, das ist super. So lustig, so rauf und runter. Ja. So ein bisschen wie Drillinge an Bord. Ja, so übereinander. Ja. Verstehst du? Und ich sitze albern. Nein, ich sitze hier. Ich bin die Frau. Das ist schon besser. Du bist die Frau? Ja, ja, das ist schon besser. Wieso? Aber wenn weil ich gesehen habe, dass da so ein Brustkostüm gibt. Sorry, sorry. Guck mal. Wer ist das? Was ist jetzt los? Was ist denn da? Da hinten. Nee. Ist das Susanna? Ja. Nein. Doch, die sitzt auf dem Boot vorne drauf. Nee, hör mal auf. Ist meine kleine Schwester. Das ist die Galionsfigur von der Titanic. Sitzt Susanna vorne auf dem Boot? Ja! Auf dem Weißen. Also in deinem Monitor, den du nicht sehen kannst, kann man das gut sehen. Da sieht man es, da schau! Da. Susanna! Das geht jetzt doch kaputt. Das ist Susanna mit dem ich dachte, man hätte es repariert. Susanna! Susanna! Ja, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Versteh dich gerade nicht, es ist so laut! Kannst du mich hören? Hier! Der mit den breiten Schultern! Hast du gerade den Kapitänsmütze an? Ja! Hallo! Hallo! Sollen wir noch näher rankommen? Ja, mach mal! Rammen! Das ist jetzt die Riesenüberraschung. Hör auf! Ahnt ihr, was Susanne jetzt macht? Sie springt ins Wasser! Na, ja, auch! Aber sie verwandelt sich in Pamela Anderson! Sie singen My Heart Will Go On!
Bitte? Ja, genau. Jetzt kannst du mich aber so direkt hören, oder? Jetzt höre ich dich. Ja. Warte mal, ich geh mal eben rüber. Geh doch bitte mal rüber. So, Vorsicht. Oh Gott. Das was passiert denn jetzt? Fast wie denn das, ne? Ist Susanna die mit der Kamera in der Hand? Nein. Ach, nein. So. Hi. Hallo, Susanna. Jetzt kann ich dich gut verstehen. Du mich auch? Ja. Ja. Susanna, verrate uns, was du jetzt machst. Ich versuche, Wasserski zu fahren. Ja. Wow. Das ist natürlich ein Applaus ist nicht, wert. Ist genau. Es nicht hochtoxisch, das Wasser? Nein. Der Rhein ist wirklich so sauber, muss man sagen. Man kann drin schwimmen oder Wasserski fahren. Das ist, man kann auch wieder Fische aus dem Rhein essen. Das ist alles absolut sauber jetzt. Und Filme entwickeln und auch. Na, früher. Anke, hast du gefragt, ob das Wasser sauber ist? Super. Das Wasser ist sauber. Das Wasser ist okay, es ist ein bisschen kalt, aber es geht. Ja. Hast du so einen Thermopen-Anzug an, oder wie man das nennt? Ein Anzug aus Glas. Also sind die Scheiben? Ja, ein Thermopen-Anzug aus Glas. Ja. Ja, ja. Wie heißt der Anzug? Thermos. Eine Thermoskanne. Du meinst einen Neopren-Anzug? Ein Neopren, das meinte ich, genau. Thermopen, das sind die Scheiben. Habe ich aber nicht an. Ich habe eine Neopren-Aufstiegsweste an und eine Short. Ja? Wir sind bei dir, keine Sorge. Das ist nett. Ja. Sieht ihr mich aus dem Wasser? Ja, ja, Wasser, ja, ja. Klar. Okay. Ich mach das persönlich, ich habe alle Baywatch-Folgen gesehen. Sehr gut. Soll ich jetzt einfach mal loslegen? Ja, das wäre toll. Okay, wir warten pass auf, pass auf. Ich fahre zuerst einfach nur hinter dem Boot her und wenn wir dann wenden, dann werde ich versuchen, über die Heckwelle zu springen. Ja, was heißt zu springen, drüber zu fahren? Nein! Aber das kann sein, dass es ganz schön in die Hose geht. Also da kann es sein, dass ich dann blub blub mache. Das wäre aber das Erste, was in der Show heute nicht funktioniert. Ja, das ist völlig richtig. Okay. Oder? Okay. Das Herr liegt doch wie eine Eins. Super perfekt hier. Oder? Wir sind an sich. Ja. Wir bauen schon Fehler ein, damit es ein bisschen besser wird. Ja, klar, damit es ein bisschen menschlicher wird, oder? Okay. So, darf ich hier auch noch irgendwo sitzen, oder? Was ist hier los? Setz dich doch auf meinen Stuhl, Oliver. Nein, das ist mir doch zu groß. Oliver. Oliver, ach, das ist aber nett. Sebastian, Oliver und Antje. Horst. Okay, also ich gehe jetzt an die Stelle, wo wir loslegen, ja? Geh doch mal bitte an die Stelle, wo wir loslegen. Ja. Wir sehen ja dann die Stelle, an der ihr loslegt. Ja. Eins. Oh, oh, ah. Fest. Da ist ein Wackler drin. Eins, eins, eins. Eins, eins, eins. Wird er verhaftet. Du weißt, dass dann Leute eins, sofort hier weglaufen, wenn wir es zeigen. Die Sirene funktioniert, aber das funktioniert nicht. Wo sind eigentlich die Burgen Katz und Maus? Waren die nicht hier irgendwo von den Die kommen noch. Wir versäumen keine einzige Burg. Keine Angst. Ohne Katz und Maus fangen wir gar nicht an. Nein. Das ist wirklich... Ah, wir haben ein neues Megafon, ja? Ach, das ist ja großartig. Vielen Dank. Das ist ein Mikrofon. Fantastisch. Susanna. Oh, toll. Super, jetzt geht's. Susanna. Jetzt kannst du mich gut hören. Sie verliert einen Ski. Ja, ich sehe das auf meinem Kontrollmonitor, was du machst. Ja, jetzt sieht man sehr genau wie. Das hat so ein bisschen was von der Greenpeace-Aktion, finde ich. Ja. Stimmt. Ja, genau, das ist genau. Ja, stimmt. Ja. Oh nein, da ist sie schon im Wasser. Sie ist schon im Wasser. Wasser. Oh Gott, so muss es ja sein. Ist im Wasser. Bist du angebunden? Wie angebunden? Die hält sich fest am Seil. Die hält sich an dem Seil fest. Ja, aber die treibt doch fluss abwärts. Nein, die hat ja das Seil in der Hand. Ich hab das auf Fidschi gemacht, das ging voll in den Arsch. Unter uns die du Frau hast auf Fidschi gemacht? Ja. Unter uns die Frau ist verloren. War der Auto bei der Wochenshow? Nein. Das ist ja möglich. Ja, mach doch, ist man gut. Ja, mach doch. Mal so ja. Achtung. Das sind die Bilder, die wir brauchen. Jetzt läuft's! Ganz toll, Susanna. Das sieht toll aus. Ja. Und jetzt will sie über die Welle springen, die unser Boot macht oder so, ne? Nee. Wir verlieren Susanna jetzt für einen Augenblick hier aus dem Blick und können wir aber auf unserem Kontrollmonitor weiter verfolgen. Tja. Oh Gott, der hormonelle Notstand ist hinterher. Vorsicht. Die fahren sehr nah ran. Jetzt hat es was von Bonn, oder? Die wird verfolgt von den komischen Katz- und Maus-Brüdern. Ja, genau.
wir drei haben auch was von Bond, wenn wir den so gucken, das habe ich in vielen Filmen gesehen. Bam, 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 bam. Wie weit fährt denn Susanne noch von uns weg? Weil jetzt kannst du es doch nicht mehr hören, ne? Das springt auch mal. Ich glaube, sie fährt nach Bingen. Meinen die Weiß hätte man auch hier drehen können. Ja. Jetzt kommt sie zurück oder ist das immer noch dieselbe Richtung? Das ist das, was ihr vor der Show gedreht habt. Was ist denn das, was hätte schief gehen können? Sie sagte doch irgendwas. Jetzt! Oi, oi, oi. Oh. Über die Welle gesprungen. Absolut, Judith. Warte, nochmal. Das ist aber großartig. Das ist wie eine Außenwette, ich finde es super. Ja, absolut. Tatsächlich. Guter Emma nicht am Ziehbrunnen. Das ist eine Außenwette. Ja, Olli, dann zieh doch mal den Taucheranzug an. Ja. Der ist ja lange mit dem Mann gearbeitet. Wo ist denn Susanna? Irgendwo da. Da, siehst du? Das sieht so aus, als wäre sie am Hubschrauber. Wir werden Susanna gleich an Bord nehmen, meine Damen und Herren. Wir fahren jetzt weiter in Richtung Lorelei. Susanna, das war großartig. Vielen Dank, eine tolle Überraschung. Ganz große Sache. Keiner wird gerecht. Meine Damen und Herren an Bord, die MS Lorelei fährt jetzt weiter in Richtung Lorelei. Dort können Sie zollfrei einkaufen. Füllen Sie bitte die grünen Formulare aus, wenn Sie dort das Schiff verlassen. Hallo? Hallo? Die wollen noch mit, zu spät. Ja, zu spät. Das Feuerwerk der guten Laune brennt bereits seit gut zwei Stunden. Ihr seid ein bisschen zu spät dran. Sag mal, ich hatte den Eindruck, ihr habt keinen Bock auf diese kleine Hedi. Doch, das ist ein super. Nein, auf meine kleine Schwester. Auf das Wasserski. Hedi. Ich fand das Wasserski super. Ja, und das mit der kleinen Hedi wollen wir nicht machen. Super, du hast abgebrochen. Das ist modern, das ist Video. Wir drei gehen jetzt hier hoch. Los, komm, mach das. Du sitzt in der Mitte. Ich sitze hier, na klar. Ja. So, super. Hallo, Herr Kapitän. Das ist der Captain. Wir kommen gleich nochmal. Und ich würde sagen, wir gucken hier so. Lass dich an der Seite raus. So hier an der Seite raus. Pass auf, ich komme noch von hier. Ja. Das ist ja sehr, sehr gut. Rudi Völler übrigens hier. Wo? Hast du mal gesehen? Ja. Das ist Rudi Völler hier. Ne? Oder? So, sind wir so zu sehen? Natürlich. Können bitte. Sie öfter, oder? Okay. So, dann Playback ab, bitte. Wir kommen so raus. Ich komme von unten. Meine kleine Schwester. Heißt die. Ja, raus! Entschuldigung, wir haben es nicht gehört. Das ist doch nicht. Wir müssen lauter rausgehen. Nochmal. Wir laufen noch und bitte. Ich halte es hier auf, keine Sorge, passiert nichts. Meine kleine Schwester heißt Kim und ist ein Mädchen, das ist noch einmal die. Meine kleine Schwester heißt Kim und keine Lady wird so geliebt. Super! Jetzt würde ich sagen, beim zweiten kommen wir hinter der Couch vor. Oder nicht? Oder woanders? Oder woanders? Mehr in der Mitte? Wunderbar, wir machen mit Take 2 weiter. Vielleicht sowas über die Stufen und dann... ins Wasser eine Hockwende und dann wieder rauf. Mach ich. So dieses, weißt du, so hintereinander so gucken, oder? Ach so. Oder ist das so ähnlich wie das, oder? Naja, nee, ist was anderes. Das war ja hinter der Tür. Richtig. Ja. Und das heißt, ich bleib vorne stehen und ihr beide guckt nicht. Ja, wir kommen hier hinterher. Pass auf, komm hier. Was? Wie denn? Wir gucken so drüber. Hallo. Über ihn drüber gucken, wenn wir auf gleicher Stufe stehen mit ihm? Ja, wir kommen einfach hier. Machen wir das so. Schaffen wir nicht. Ja, oder ihr guckt abwechselnd hinter mir rechts und links raus. Richtig, so war es doch. Okay, ja. Ja, wir diskutieren die Nummer nicht. Das ist halt ja, ja. Cool. Los. So. Playback bitte. Ich geh nach links und rechts. Ja, ich geh nach rechts. Und dann? Das kann man nicht besser machen. Nein. War das okay, Cheryl? Das war gut, das Ganze. Dann machen wir den zweiten. Das hat man den Superstars auch gesagt. Im Gang, oder? Das ist Nummer 3. Ja, Nummer 3. Oder da könnten wir vielleicht im Nummer 3 hier entlang gehen und uns und so, an der so parallel, fahren. Weißt du, dieses so, hier hintereinander. Ja, so, guck mal hier, wir machen lustig Olli, den Zug. Genau. Olli vorne, dann Bastian, dann ich. So okay. Läuft. Der Zug, ja, die Eisenbahn. Ach so, nein, Olli musst du nach vorne, der Größe nach. Völlig richtig. Du meinst, der Kleinste kommt nach vorne? Ja. Gut. Soll ich mein Bein nachziehen? Und jetzt gehen wir so rüber und schauen in die Kamera. Haltet euch die Arme fest, vorne. Wie so ein Ding bei einer Lok, so, weißt du? Du da drauf, oder was? Läuft, so. Pass auf. Harald, das ist Überwindung, ich weiß. Okay. In welche Kamera sollen wir denn schauen?
Schauen in die Eins gleich. Was mag denn die Eins hier sein? Das ist die Eins. Welche Textstelle? Egal, oder? Meine kleine Schwester. Aber immer schön zurückspulen. Ja, dass das kommt, ist immer. Und dabei gehen wir nach vorne, ja? Richtig, ja. Wir hüpfen so ein bisschen lustig rum. Olli, gib vor. Das ist selbstverständlich. Unsere kleine Schwester heißt die. Und so ein Mäh. Gibt's auch den Kopf. Von der Treppe runter hier vor. Ja, super. Ja. Von der Treppe runter hier vor. Richtig, das läuft. Ihnen macht Spaß, ich freue mich. Wenn ich irgendwas tun kann, sagen Sie bitte Bescheid. Ja? Hauptsache, wir sind die ganze Zeit im Bild. Das habe ich immer nicht. Gehen wir die lustige Treppe nochmal runter? Okay. Ich bin euch wirklich so dankbar, dass ihr mitmacht. Danke. Danke. Jetzt fahren wir mal zwei Fahrten. Jetzt war zwei. Ja, da kommen. Ja. Es waren zwei. Ja, aber du, es sind noch zwei Stunden. Ja, wir haben, geht auch schon vorher. Wir haben gesagt, Vorkasse in der Hälfte. So. Aber ich zeig's nicht, Anke. So. Pass auf, jetzt gehen wir hier nebeneinander runter. Ja. Ja? Und gucken so dabei ein bisschen lustig und gehen so ein bisschen durch die Leute, weil es kommt ja ein Instrumental. Und gehen wir nebeneinander her durch die Leute mit den Instrumenten und machen so die Richtig. Instrumente in die Leute, oder? Wir spielen alle ein bisschen lustig an. Das ist ja krass, das ist eigentlich eine Stelle, in der Posaunen vorkommen. Wir spielen alle Posaunen. Ja, das ist weißt du, was eine Posaune ist? Ich wusste es mal. Ich weiß nur, wie man Gitarre spielt. Ja, tatsächlich. Man packt es am Hals und zupft am Loch. Aber Sie haben mich, was ich hier gerade machen. Ja, so das war nur ein kleiner, ein sympathischer kleiner Scherz. Und ich fand ihn gut. Ja, geil, jetzt wacht auch die Paxe auf. So. Okay, Playback bitte. Hinter der Bank hochkommt. Cool. Ich finde es auch toll, dass das so rhythmisch einfach punktgenau gespielt wird, dass wir auch nur einen Take brauchen. Nein, komische Sachen können nur funktionieren, wenn sie präzise sind und sauber gearbeitet. Es ist Comedy, entschuldige, es ist nicht irgendwie Hemba-Hem. Nee. Ich gehe mal hier runter. Ja? Deswegen muss ich auch bei den Michael Jackson-Videos immer so lachen. Dieses Hingehudel, der funktioniert nicht mehr. Gar nicht. Harald, ja? Wann kriege ich das Geld? Still Moment, das war jetzt... Nee, jetzt habe ich gar nichts mehr. Vergesst das waren meine nicht. 200. Ich hab noch. Wir kommen jetzt hinter vor mit dem Richtig. Satz, unsere kleine Schwester heißt Hedi, ja? Der kommt 500 Mal im Lied, Gott sei Dank. Nee, ich glaube, deinen Hut sieht man schon. Nee, das sieht man nicht. Okay, Playback bitte. Was ist hier los? Sehr gut. Bei den Bernhard Brink-Videos wird das auch nicht anders gemacht, Freunde. Nein, das wird wirklich. Warum gibt ihr mir das Geld wieder? Ihr wollt es nicht haben? Nee, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ja. Ach, wir wissen ja, dass das falsch ist. Nein, es ist wirklich. Schau dir das an, ist das nicht eine wunderbare Atmosphäre? Hinreißend. Ja. Hinreißend. Das kann man doch mal ein bisschen auf sich wirken lassen, oder? Ja. Es muss ja nicht alles zugequasselt werden mit Plattitüden. Man kann doch einfach nur so... Das wollen gar nichts sagen. Ja, das wollen die Leute mal sehen, dieser wunderbare Reihen. Ich schweige wie ein Grab. Ich sag jetzt nichts. Tumbleweed. Guter Hund. Hello. Das ist sehr albern. So hört sich keine Katze der Welt an. Schon besser. Wie macht eine Katze? Hey! Mach das mal durch das Megafon. Das klingt bestimmt super. Hallo. Du musst draufdrücken. Ja, hätte ich Angst gehabt, meine Damen und Herren. Jetzt spielen wir mal das große Schiffskatastrophenquiz. Sehr gut. Sehr gerne. Ja? Super leicht. Das heißt, ich zeige euch Schiffe.
Und die, wie gesagt, Teile einer Katastrophe waren, wie das Quiz schon sagt. Auch Riverboat? Ah, da kommt wieder ein Zug. Ein super Bild. Schau mal, wir sitzen da zu dritt neben Harald Schmidt auf einem Schiff. Ja, tolles Bild. Auch für Leute zu Hause sagen, was für ein schönes Bild. Absolut. Und sagen jetzt schon, seit einer halben Stunde war nichts läuft. Ich würde es verstehen. Nee, was kann ich klar. Ach ja, es geht um Schiffskraft. Weil es ist, man sieht mal den Rhein, wann siehst du mal den Rhein um diese Zeit in aller Ruhe? Wenn ich mit dem Schiff langfahre. Das macht man nie. Oh, das ist man sagt immer, man müsste mal mit dem Schiff den Rhein entlang fahren, man macht es nie. Nein, das stimmt. Nie. Ich habe ewig am Rhein gewohnt, ich habe es ein paar Mal nie gemacht. Nie? Also man macht es nie. Wollt ihr mal einen Sketch aus dem Traumschiff spielen? Ja! Hier. Ja. Weiß ich mal, wie das Schiff heißt? Titanic. Nein, Lusitania. Ich glaube, es war das Schwesterschiff. Ja. Ah. Ich verstehe. Das ist auch untergegangen. Ähnlich gegangen. Ja. Der 1906 in Dienst gestellte englische Passagierdampfer Lusitania wurde 1915 von der irischen Küste durch einen Torpedotreffer eines deutschen U-Bootes versenkt. Okay. Unter den Überlebenden war ein Heizer mit Namen Frank Tower. Ein Mann mit einem außergewöhnlichen Schicksal. Welchem? A. Er wurde 121 Jahre alt. E. Er erstickte 5 Tage nach seiner Rettung an einer Fischgräte. C. Er hatte zuvor bereits 2 Schiffskatastrophen überlebt. Alles 3 zusammen. dann würde ich auf die Fischgräte tippen. Ich nehme C. Ich wollte auch C nehmen, aber das geht ja nicht. Doch, klar. Dann nehme ich da auch C. Und C ist richtig. Frank Tower war Überlebender der Titanic-Katastrophe 1912 und des Untergangs der Empress of Ireland 1914. Unglaublich, oder? Ja. Und es zieht ich merke es. Bitte? Man kann das irgendwo bestimmt mal verwenden. Das war klar übrigens, dass die ersten beiden nicht stimmen konnten. Denn wenn er an der Fischgräte erstickt wäre... Die Bremen. Falsche die Bremen? Reihenfolge. Ja, natürlich. Das ist doch die Bremen. Toll, aber dann stocken. Ja, ihr habt nicht gestockt. Ja. Die Bismarck, eines der größten Schlachtschiffe des Zweiten Weltkriegs, wurde am 26. Mai 1941 von einem britischen Geschwader im Atlantik gestellt und versenkt. Das wussten wir. Von den 2221 Besatzungsmitgliedern konnten nur 115 Männer und ein Tier gerettet werden. Welches? Katze. A. Ein Kater mit Namen Oskar. B. Ein Papagei mit Namen Ilse. C. Ein Hängebauchschwein mit Namen Heinrich. Das ist ein Trick mit C, das nehmen wir schon mal nicht. C. Ja, nein. C war eben. Da war eben, nicht nochmal nehmen. Ich würde sagen, ich nehme fest. Ich nehme B, das mit dem Papagei. Papagei mit Namen Insel. Papagei, Ilse. Ich nehme C. Das Hängebauchschwein von Dieter Thomas Held. Falsch, A, Oscar, der Bordkater. Von britischen Seeleuten geborgen, avancierte er zum Maskottchen der Royal Navy. Doch weder 2 britischen Zerstörern noch dem Flugzeugträger Ark Royal brachte er Glück. Alle Schiffe wurden im Kriegsverlauf versenkt. Oscar konnte jedoch jedes Mal gerettet werden und starb 1955 als Pensionär in einem englischen Veteranenheim. Mach doch mal das nächste Schiff. Super, es brennt richtig gehend hier in die Luft. Dieses Schiffsquiz, das gefällt mir gut. Du meinst es ironisch? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es sehr, sehr schön. Kurz eingeschlafen. Ich finde das Quiz nicht gut, ne? Doch, das, das ist super. Nein, wirklich, wir haben nur keine Chance, weil es ist überfährt und so viele Eindrücke, die Leute finden es riesig und wir noch, das ist schwer für uns. Okay, dann singen wir jetzt mal was. Ja. Und zwar mit dem Publikum hier. Sie haben hier diese wunderbaren Liederhefte. Meine kleine Schwester. Heißt Heidi. Damit keiner sagen kann, er kennt den Text nicht. Und zwar, ich würde sagen, wir singen, was sollen wir singen? Wir lagen vor Madagaskar? Das kenne ich auswendig. Ach, wirklich? Ja. Das singen wir. Gerne. Okay. Ja? Ja. Oder wollt ihr was anderes singen? 15 Mann auf des Todesmanns. Seite 11. Seite 11. Das kann doch ein Seemann nicht erschüttern von Theo Walz. Das hat doch nichts mit Wein zu tun. Text Theo Walz. Ja, wir lagen vor Madagaskar, finde ich auch etwas weit hergeholt. Ja gut, also dann singen wir. Das ist denn typisch Rhein? Junge, komm bald wieder. Heide Witzka, Herr Kapitän. Heide Witzka, Herr Kapitän. Ist natürlich ein Knaller, ne? Ja. Hey, Mann, Chefs durchgemacht, denn so in Fahrt. Hätte keinen Bart. Ey, wo im Jahr immer nur Drachenfeld sind. Wo kämen wir sonst denn hin? Ich hab keine Ahnung, wie das Lied geht. Bis ja, der Refrain kennt man, aber den Vers kennt man nicht. Weg damit. Nicht. 15 Mann auf des Todesmannes Kiste, ein echtes Piratenlied. Oh, das kann ich gar nicht, muss ich sagen. Bin ganz unsicher. Sag mal, kommen wir nicht bald zur Lorelei? Dann könnten wir ja den Lorelei-Song singen. Oder machen wir das erst, wenn wir da sind? Ich weiß nicht, was soll das bedeuten? Ja, das ist ja ein bisschen früh, die Lorelei, das ist ja noch eine ganze Ecke. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, komm, ist doch nicht bierfrei. Ja, also das finde ich doch zum Beispiel ein wunderbares Lied, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ah, die Strophe kenne ich nicht. Wie geht da die Melodie? Kennt hier steht ja auch drauf, bitte nur Chorus. Das steht ja, richtig. Ja.
Haben Sie das auch? Das kann doch ein Thema nicht erschüttern. Seite 8, meine Damen und Herren. Seite 8. Natürlich, mein Fehler. Helmut, spielst du es nur mit Akkordeon oder mit der ganzen Band? Jürgen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, großer Ried. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde wiegt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann noch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Die Welle spült mich von Bord, dort unten bei Kap Horn. Doch für mich war das ein Sport. Ich gab mich nicht verloren. Ein böser Hai hat mich bedroht. Doch mit der Faust schlug ich ihn tot. Dann schwamm dem Schiff ich hinten rein und holte es ein. Das kann doch eine Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich angelt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Kurze Werbung, meine Damen und Herren, und dann sind wir wieder zur Stelle. Auf Vater rein, bis gleich. Charlotte und Band bei der Spezialausgabe zu Gast auf Vater Rhein. Warum hast du jetzt gelacht? Einfach so, weil sich das gut anhörte. Zu Gast auf Vater Rhein. Vater Rhein. Ja. Hat mir persönlich Vater gut gefallen. Rhein. Die Pause, das ist einfach ja, weißt du, überhaupt lang getingelt. Weißt, ja, weißt du, ja. Ich auch, na klar, wenn du Material hast, brauchst du keine Pausen machen. Ja? Aber wenn du das Gefühl hast, ja. Es könnte dünn werden, musst du den Text einteilen. Aber weißt du, wie ich auf den Titel Vater reingekommen bin? Sag. Altkanzler Dr. Kohl. Seine Heimatstadt Ludwigshafen wurde 125 Jahre alt und hat gehört, hier am Rhein, am Vater Rhein. Da war mir klar, Rhein ist nicht genug, es muss Vater Rhein sein. Ja, Mutter Elbe eben. Ja. Vater Rhein und Mutter Elbe. Ihr beiden tretet heute Abend noch im Pantheon auf. In Bonn? Richtig. Richtig. Ausverkauft natürlich. Ja. Wie heißt euer Programm? Jetzt ein Abend mit... Basti Pastewka und Olli Tittrich. Richtig. Einfach so. Ja. Ganz einfach so genannt. Es gibt keinen Titel darunter, wie es so Kabarettisten machen, wie Freiheit aushalten oder sowas. Das lassen wir alles sein. Allerdings, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann... Ja eben, was soll das wieder nicht? Ich finde es hässlich. Ich freue mich sehr, jetzt einen Ausschnitt von euch dargeboten zu bekommen, meine Damen und Herren. Für die vielen, die keine Karten mehr bekommen haben, auf der großen Deutschland-Tournee. Wann seid ihr nochmal wo? Wir sind eigentlich... Ja, das können wir später machen. Absolut. Ja? Mein Fehler. Ein Ausschnitt aus dem Programm, ein Abend mit Olli Dittrich und Bastian Pastewka. Also es ist folgendes. Hey, toll. Wo sollen wir das denn machen? So, ich fange einfach schon mal an. Während da, einfach also diskutiert, ja. Wo wir eigentlich hingehen sollen, meine Damen und Herren. Das ist Olli Dittrich, meine Damen und Herren. Hallo. Ganz Deutschland sucht den Superstar. Wir haben ihn gefunden. Hier steht er schon. Sehr, sehr lustig. Ich läuft schon super. Läuft super. Danke. Ist auch immer klasse, wenn man die Kollegen im Rücken hat. Absolut. Und nicht sieht, wie sie kommen. Ja, es erinnert uns wehmütig, muss ich sagen, wenn wir auf diesem Schiff sind, an die Zeit, als wir beide schon einmal Ende der 70er Jahre zusammen gastiert haben, auch auf einem Schiff. Sie kennen das, diese großen Traumreisen, diese Vergnügungsdampfer, die durch die Karibik fahren. Da gibt es ein super, super Showprogramm. So etwas Ähnliches haben wir damals auch gemacht. Absolut. Und zwar auf der Strecke Cuxhaven-Stade. Auf einem Küstenmotorschiff, das war der Seefalke 3. Ja, und damals nannten wir uns noch die Jux-Raketen. Ja, die Reederei ist inzwischen pleite. Ja, aber da merke ich schon, wie es bei Ihnen arbeitet, meine Damen und Herren. Wer zur Hölle waren nochmal diese fantastischen Jux-Raketen? Das waren wir beide, aber wir waren nicht allein. Wir waren, die kommt gut an, was? Ja, absolut. Ja, das Schiff tobt. Mach einfach weiter.
Ja, wir beide waren aber nicht allein, wir waren nämlich zu siebt. Richtig. Wir haben noch fünf Kollegen dabei gehabt. Riesennummer. Ja. Also Olli und Basti, wir waren die nächsten Helden. Wir waren die jüngsten damals, logischerweise. Dann Sigmar, der schöne Sigmar. Der schöne Sigmar. Die Zwillinge Jürgen und Klaus. Jürgen und Klaus. Das Mädel Margarete. Margret. Und der kleine Max. Dieser kleine, der war damals schon nicht lustig. Nein. Der hat auch so wenig Haare. Ja, und die fürchterlichen Jackets, wie heißt er? Max Schauzer. Max Schauzer, ja, heißt der. Der war natürlich damals schon dabei. Riesig. Ja, und Sie werden sich fragen, was macht Max, wieso ist er heute nicht dabei? Das kann ich Ihnen sagen. Ganz einfach, Max lebt mittlerweile aufgrund einer Lichtallergie als Toupetträger zurückgezogen in der Lüneburger Heide in einer Höhle und betreibt dort einen Jackettverleih. Unglaublich. Das wissen die meisten nicht, aber der schöne Sigmar, wie heißt er weiter? Sigmar Solbach hat geheiratet. Wie heißt er jetzt? Manfred Solbach. Ja, richtig. Völlig richtig. Ich weiß nicht. Hat es gut getroffen. Er hat bei RTL Medizin studiert. Ja, ein super Gag, der jeden Abend sehr ankommt. Richtig. Ja. Mittlerweile ist er aber Avon-Beraterin im Senegal. Also ist doch super, oder? Was wollen wir sagen? Läuft. Dankeschön. Tapferer Applaus lassen wir stellen. Der Abend ist noch lang. Absolut. Danke. Das wäre es. Ja. Das muss ich sagen. Meine Mutter fand's gut. Ja. Weiter geht's. Wir verkaufen übrigens gleich noch ein paar Kaffeemaschinen und Heizdecken, aber wir wollen kurz in dem Programm weiter fortfahren. Habe ich übrigens damals auch gemacht auf der Line Travemünde Trelleborg, auf der ich viele Jahre gastieren durfte. Das wollte ich aber gar nicht erzählen. Was mit unseren Zwillingen? Jürgen und Klaus. Klaus und Jürgen und Klaus und Klaus und Jürgen Busso. Klaus richtig. Und Jürgen. Die waren damals auch dabei, Zwillinge. Die haben es eigentlich ganz gut getroffen. Sie haben wieder geheiratet, und zwar die Kessler-Zwillinge. Und alle vier sind in den erlernten Beruf zurückgegangen. Sie spielen seit zwei Spielzeiten ausverkauft an der Ingolstädter Hebebühne einen Audi Quattro. Ja, riesig. Da bleibt mir noch das Mädel übrig, Margarete. Wie hieß sie noch? In den Jucksacketten war sie dabei. Jetzt komme ich nicht drauf. Margarete Schreinemakers. Richtig. Margarete Schreinemakers. Was haben wir über die nicht gelacht? Aber sie hat das große Glück, sie lebt mittlerweile unglücklich in Belgien als Mann und bringt in einem geliehenen Jackett von Max Schauzer Rudi Carrell das Mittagessen ans Bett. Also sie hat Glück gehabt, das muss man sagen. Aber damals war es so, was haben wir nicht alles für lustige Sketche gespielt auf unseren Schiffen. Nicht? Und wir möchten Ihnen jetzt zur Freude und uns zum Pläsier und auch als romantische Erinnerung an damals den Sketch spielen, den wir Ende der 70er Jahre als allererstes gemeinsam gespielt haben. Wir beide? Ja, damals noch auf dem Weg von Glückstadt nach Stade. Richtig. Von Cuxhaven nach Stade ging es ja damals. Und das ist ein Sketch. Ich möchte sagen, es ist eigentlich gar kein Sketch. Nein. Was ist es denn? Es ist eine Trilogie. Eine Ärzte-Trilogie. Ich mache das Zeichen gerne. Und damals war es schon so, und auch heute wird es wieder so sein, dass Herr Dittrich die Rolle des Arztes spielt und ich werde den Patienten übernehmen. Ich glaube, es war genau umgekehrt. Es war aber immer andersrum. Ja. Scheiße, ja genau. Also er ist der Patient. Ich bin der Patient. Und ich bin der Arzt, wie im wahren Leben auch. Genau. Gut. Schönen guten Tag, ich bin Arzt. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Patient. Super. Nein, ich bin der Patient. Hallo, Herr Doktor. Ja. Folgendes, es ist mir sehr peinlich. Nun? Ja. Ich habe ein Büchereibuch im Arsch. Da. Einer fand's gut. Ein Büchereibuch im Arsch, das ist ja interessant. Was ist das für ein Buch? Von John Grisham. Oh ja, das ist peinlich. Taschenbuch oder gebunden? Hardcover. Das ist ein Problem. Ja, ich muss nämlich morgen zurückbringen. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht, ich bin seit einer Woche erst Mitglied. Ich sag Ihnen was, viele Leute wie Sie kommen in meine Praxis mit vergleichbaren Problemen. Neulich war einer hier und hatte eine Illustrierte am Sack. Die Leute sollten wirklich mehr aufpassen, was sie lesen. Ich sag Ihnen was. Ich gebe Ihnen eine Broschüre mit gesunder Literatur heute und das war's. Mehr wollen Sie nicht machen? Nein, lassen Sie einfach nur der Natur ihren Lauf. In 6 Monaten erscheint es als Taschenbuch. Worte versendet. Absolut verkehrt, man muss es anders sagen. Ja, genau. Wie machen wir es nochmal? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. In 6 Wochen kommt es als Taschenbuch raus. Richtig, genau. So muss es sein. Dann ist ein Riesen da. Danke. Wir lassen uns gesund. Ich glaube, das war ein sehr schlechter Sketch. Absoluter Patient. Ich glaube, dass da überhaupt niemand drüber gelacht hat. Nein, überhaupt nicht, aber Sie haben geklatscht, weil Sie höflich sind. Was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Sie sollen einen weiteren Sketch spielen. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist der Patient. Wir sind gerade in der Lorelei. Ja. Oh. Natürlich macht ihr den Sketch weiter, es ist natürlich, der Hammer. Es ist wirklich toll. Aber die Lorelei ist natürlich ein dermaßen Kultfelsen, den können wir nicht unkommentiert passieren. Ja? Ja. Nicht so ungut. Wir spielen den weiter. Merkt euch, wo ihr stehen geblieben wart. So, ja? So gut, ja. Sehr, sehr gern. Schau mal hier in die Lorelei. Ja. Und wir können mal hochschrauben zum Hubschalter. Dann wie heißt das? Hochschalten zum Hubschrauber. Ja. Im ganzen Satz. Nathalie? Ja? Wer spricht? Walter. Walter? Dein Hausmeister. Du hast vergessen, das Licht auszumachen, als du heute Morgen schaffst. Ja, wer ist heute total nicht, Bitch? Ich höre nichts. Was willst du wissen? Nathalie? Ja? Ah, siehst du, ich hab's gleich gesagt. Ton macht die Musik. Ja. Ah, okay. Wo seid ihr jetzt genau? Wir fliegen auf die Lorelei. Ja? Ja.
Oh, da sieht man unser Schiff. Das sind wir. Ja. Und ihr fliegt jetzt über die beiden Fahnen. Ja. Und können wir mal diesen großen Open-Air-Platz sehen, wo immer die Konzerte sind auf der Loreley, wo ja Olli und Bastian vielleicht auch bald auftreten. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, es gibt eine Statue mit Arme und eine Kammer und so weiter. Es gibt nichts. Ja, die stellen wir nur auf, wenn so ein paar Touris aus Frankreich kommen oder so, aber das Jahr über ist da oben natürlich sowas nicht, ne? Ne, es gibt nichts. Nur zwei Fahnen. Und können wir den Open-Air-Konzertplatz mal sehen? Ja, können wir den Open-Air sehen? Also ich frage mal der Pilot. Ja? Oh, guck mal, das sieht aber toll aus, du. Hans, können wir den Open-Air sehen, bitte? Hast du mich gehört? Soll ich muss Ihnen zeigen, ob wir können den Open Air sehen. Das wäre nett. Okay. Ja. Können wir den Open Air sehen? Den Open Air Platz. Theoretisch könnten wir da landen, wir dürfen nur nicht. Aha. Wir landen, sehen, zeigen, montrer. Okay. Une vue seulement. Nur zeigen, nur zeigen. Oh. Er ist okay. Jetzt fliegen Sie. Ja, ist es gut. Da ist es ganz deutlich zu sehen. Richtig. Ja. So ist das in vielen unserer Spielorte auch. Ja. Ja, natürlich. Ja, auch so voll. Auch. Klar. Und wie heißt die Burg, die da hinten kommt? Das ist jetzt Burg Katz oder Burg Maus? Das ist Burg Maus, Katz, ja, genau, sorry. Die verfeindeten Brüder. Genau, die verfeindeten Brüder, 2 Kilometer auseinander und wie Katz und Maus. Wie ist die Geschichte dieser beiden Burgen? Also die Brüder waren verfeindet und dann haben die Burgen gebaut und die mochten sich nicht. Okay. Nathalie? Ja? Könnt ihr mal ein bisschen in Richtung Schiff fliegen? Geht das oder ist das zu eng hier für den Hubschrauber momentan? Kannst du wiederholen, weil es gab die Technik, die gesprochen hat. Ja, könnt ihr mal in Richtung Schiff fliegen oder ist das momentan jetzt hier im Tal zu eng für den Hubschrauber? Du willst, dass wir fliegen Richtung Schiff? Ja. Okay, ich frage uns Freunde. können wir fahren? Nein, fliegen? Bitte. Okay, machen wir. Wir sind schon dabei. Fantastisch. Wir sind dabei. Wow. Hier, da sind wir. Ja, das sollten wir jetzt aber schon singen, das Lied von der Loreley, oder? Ja, das singen wir jetzt. Das ist aber im Liederheft der Zuschauer nicht drin. Wir machen auch nicht weiter hier. Doch. Seite 5. Ach so, nee, das spielen wir gleich zu Ende. Wir singen nein. Doch, komm. Seite 5. Seite 5. Die Loreley singen, das muss schon sein. Okay. Okay. Helmut? Ja. Bist du soweit? Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Meine Beerdigung. Die Luft ist kühl und es passt. Dunkel und ruhig fließt der Rhein. Ja, der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben wunderbar. Ihr goldene Schneide blitze, sie kennt ihr goldenes Haar. Sie kennt es mit goldenem Kranne und singt ein Lied dabei. Ja, da
Schöpfer. Hallo Helmut. Ja, ja, Helmut. Mach weiter. Okay. Sensation, unser Videoclip ist fertig. Hammer. Meine kleine Schwester heißt Hedi. Fertig geschnitten, meine Damen und Herren. Bitte schauen wir uns das an. Riesig, das weiß ich jetzt schon. Heavy Rotation. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt Goarshausen und St. Goa. Und wir können nicht in St. Goa anlegen, weil der Rhein zu wenig Wasser führt. Der Wasserstand ist zu niedrig. Deswegen wird jetzt etwas Sensationelles passieren. Wir legen in Goarshausen an, werden von dort mit einem Boot der Wasserschutzpolizei übersetzen nach St. Goa. Und dort gibt es ein großes Platzkonzert mit der örtlichen Blaskapelle, dauert circa 1 bis 2 Stunden. Und dann geht es hier mit dem Schiff weiter und in St. Goa werden uns auch Olli und Bastian verlassen, denn ihr müsst ins Pantheon nach Bonn zu eurer Vorstellung. Spielt doch noch den Sketch zu Ende, den gefallen könnt ihr mir noch tun. Wirklich? Ja, dann wird deutlich gemacht. Dann sagen wir bis hierhin vielen Dank. Genau. Wir haben zu danken. Natürlich. Ja. Das war großartig. Sag mal, ist das Susanna, die da auf dem Boot liegt, ganz lecker? Hallo. Ist das Susanna? Da liegt so eine Tante im roten Bikini. Ja. Susanna? Susanna hatte eine rote Hose an vorhin. Richtig, ja, das haben wir uns genau. Also das Susanna? Nee, ist eine andere. Susanna? Margarete? Susan? Sabine? Jean-Claude? Tja. So, meine Damen und Herren, wir machen kurz Werbung und wenn wir zurückkommen, steigen wir um aufs Boot der Wasserschutzpolizei und fahren rüber nach St. Goa. Bis gleich. Die Harald Schmidt Show zu Gast auf Vater Rhein. Jetzt sind wir gerade hier mit dem Boot der Wasserschutzpolizei übergesetzt. Und Sie hören es schon, Hunderte von, wie sagt man, St. Goaren? Wie? Von St. Goarern. Von St. Goarern und St. Goarerinnen sind hier ans Ufer gekommen, um uns zu begrüßen. Hallo. Schön, so einen Enthusiasmus erlebt man selten. Wie heißt der denn, der Kleine? Gina.
Süß. Ja. Sie sind kleine Prinzessin, ne? Absolut. Kommen Sie hier aus St. Goa? Nein, ich komme aus Osnabrück. Ah, und sind extra auf Urlaub hier, oder wie? Ja, ja. Ja. Sie kommen aus St. Goa? Ja. Das ist schön. Noch jemand aus St. Goa? Sie. Wo kann man denn hier so ein bisschen hingehen? Die Krone. Ist das ein Restaurant oder ist ja, das ein Restaurant? Wo, wie kommen wir da hin? Hier hinter? Ja, davor und dann die Gasse hoch ja? Und dann oben, da hängt so eine alte, wie sagt man da dazu, so ein Kübel runter. Ja? Und das steht ohne. Ist das ein, so feinschmeckermäßig oder was? Ja, man isst das sehr gut, ja. Okay. Ja, aber ein bisschen hochgezüchtet oder eher so Volksstelle? Also gehen wir in die Krone, ja? Ja. So. Darf ich dir das geben, damit du unterm Tanz auf den Rücken stellst? Das ist Wahnsinn, Jendrik. Ich habe leider jetzt keine Hände frei, um Geschenke anzunehmen. Ne? Hallo? So, gehen wir hier Richtung ist die Krone, ja? So. Ja, da könnten wir vielleicht mal einen Blick rein. Nein, ich gehe mal erst in die Krone. Hallo? Ja? Ah. Dann reicht das Kabel besser. Hallo. Hallo. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Geht das denn? Ja, sehr gut. Und selber? Da ist ja der halbe Ort auf der Straße, oder? Hallo? Hallo? Guten Appetit. Das sieht aber lecker aus. Das ist so Hausmannskost. Das sieht toll aus. Ja. Guten Appetit. Und nicht vergessen eincremen, der hat schon ein bisschen Sonnenbrand. Hallo! Ah, fantastisch. Kommt gleich nochmal. Das sind so kleine Lügen, die sind erlaubt, ne? Sonst kommt man ja gar nicht. Hallo? Moment mal, wo kommen die Herrschaften her? Wieso ist der Bus abgeschmissen? Da könnte man Hallo sagen im Bus, oder? Open the door! Make the door off. Hallo. Guten Tag, Entschuldigung, müssen Sie unseretwegen warten? Oh, das tut mir aber leid. Doch. Sie wollen zur Fähre. Ich gehe ganz schnell weiter. Ja, wo kommen Sie her? Aus Kiel in Schleswig-Holstein. Das tut mir sehr leid. Jetzt halte ich da einen Bus mit Damen und Herren auf. Ich gehe ganz schnell weiter und kommen Sie zur Fähre. Ja? Ich spüre so eine gewisse Aggression auch. Ja. Alles Gute, schöne Grüße. Ich dachte, er ist von Ballack. Bitte? Ich dachte, er ist von Ballack. Nee. Auflauf. Alles klar, gute Fahrt, tschüss. Toll, diese Senioren aus Kiel machen hier einen Ausflug. Ja? Soll ich mal reinkommen? Da drin möchte man sie mit mir mal fotografieren lassen. Das kann ich eigentlich kurz machen, oder? Reicht da das Kabel? Kommen wir da rein? Ja. Einmal kurz. Hallo! Guten Appetit! Wir wollen nicht stören, aber wir haben gerade schon den Bus mit Senioren aus Kiel aufgehalten. Die waren schon ein bisschen ungehalten, die müssen zur Fähre. Sind aber ansonsten gut gelaunt. Das sieht aber lecker aus hier. Ja, kommen Sie aus der Ecke hier? Aus Dortmund. Zum Wohl, ich will nicht weiter stören, wir müssen noch ein bisschen weiter in den Ort. Alles Gute. Ja? Guten Appetit. Vielen Dank, das ist eigentlich ein bisschen unhöflich, den Leuten ins Essen reden, aber man lernt sie ja sonst irgendwie nicht kennen. So. Vorsicht. Eine Frau vorne rechts im Bus war sehr, sehr böse. Die hat mich gehasst. Das spüre ich, das kenne ich noch, als ich früher, verstehen Sie, Spaß gemacht habe, kenne ich dieses Gefühl. Wenn so richtiger... Mal eine Sekunde, stopp bitte. Für die vielen Hobby-Video-Künstler hier, gehe ich zu schnell oder ist okay? Ja? Ich gebe ein Tempo her, damit ihr das alles gut draufkriegt, ne? Ja? Oh, die Ehe, sind Sie das? Dann kommen Sie doch ein bisschen mit. Die Ehe. Das wollte ich so nur. Ach so, so eine sind Sie. Ich wollte auch schicken. Aber haben Sie keine Karte gekriegt? Wir haben es wirklich lange probiert. Wir sind morgens um 7 aufgestanden, haben ab und zu telefoniert, aber es hat nicht geklappt. Sagen Sie uns doch bitte mal, wie Sie heißen. Sarah Matzer. Sarah, und Sie leben hier? In Oberwesel. Und was machen Sie vom Beruf? Ich bin Weinfachverkäuferin. Wie sich das gehört für ein Mädchen von Mittelrhein. Eben. Und ja. Was ist das für ein Wein? Man hört zum Teil Spitzenwein in diesem Jahr und zum Teil aber auch, ist es nicht feucht genug.
Hallo, Entschuldigung, muss ich mal kurz was fragen. Stopp mal bitte eine Sekunde. Waren Sie nicht gerade in dem Restaurant da vorne schon? Sind Sie im Keller jetzt durchgerannt oder was? Oder aus? Ihnen gehört da hinten Restaurant und hier. Das ist ja wie im Wilden Westen, wo der Familie die ganze Straße gehört, oder? Und ob vielleicht noch kommen, wenn Sie öfter mal hierher kommen? Ja. Ne? Alles Gute. Hallo, Harlan, Sie will, I come from Canada, I give you whisky. That's very nice, but I cannot carry, I have to work. You can keep it. I have no assistant here. Maybe Mr. Andrak will take it. Ja? My husband, he has to look in TV very much. You're the husband? Hallo. You're not happy that your wife gave me the wine? Ah, that's whiskey. You want to take a picture? Yeah. Of your husband and me? Yeah. Okay, thank you, bye bye. Toll, Internet, Vorsicht, das Kabel hier. Hallo? Hallo, ist das Ihr Auto? Soll ich mich mal reinsetzen? Wollen Sie mal ein Foto von mir machen, wie ich in Ihrem Auto sitze? Ich setze mich mal rein. Haben Sie ein Foto? Ja. Okay. Was, der Film alle? Ja. Ehrlich? Oh. Ja, vielleicht kann der Herr ein Foto machen und es schicken, oder? Nochmal hier. So. Einmal. Toll. Das ist ja das Tolle heute mit den Handys. Man macht ein Bild und schickt es gleich weiter. So, jetzt gehen wir. Hallo? Im Urlaub, oder wie? Aha. So. Hallo. Wo geht's denn hier zur Krone? Wissen Sie das, wo es hier zur Krone geht? Hier runter. Wirklich wahr? Ja. War gestern Abend noch da. Kleiner Scherzbold. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Hallo. Ja. Hallo, guten Appetit. Hallo. So, wir wollen nicht stören. Sind Sie im Urlaub hier? Ja. Ja, wo kommen Sie eigentlich her? Aus Holland. Oh, alle vier? Ja. Ja. Kennen Sie Rudi Carrell? Ja. Ist der eigentlich in Holland auch so beliebt wie in Deutschland? Nein. Wirklich? Wieso das denn? Ist die beliebte wie bei uns. Ja. Aber man hat ihn nicht gemocht in Holland, oder? Nee, das sage ich nicht. Aber er ist die Bekannte wie bei uns. Aha, verstehe. Ja, ja, hier hat er auch die große Karriere gemacht. Dankeschön. Schöne Ferien. Ja, danke. Ja? Hallo? Ah, da höre ich schon die Blaskapelle. Hallo? Aber der ist ja... Was ist da los? Sind Sie auch Holländer? Ja. Ja. Sind wir denn schon in Holland? Nein, das ist noch Urlaub. Hallo? Hallo? Sind Sie Holländerin? Ja, Holländer. Toll! Ja, ist das ein ganzer Bus aus Holland? Nein, wir sind allein gekommen. Also, Sie kennen sich alle? Nein. Ich kenne meinen Mann. Ah, das ist ja schon mal was wert. Ja? Schöne Ferien, danke. Toll. Hallo. Hallo. Sind Sie auch Holländer? Nein. Deutsche. Wo kommen Sie her? Aus Ostwestfalen, Lippe. Machen Sie hier Urlaub? Wir machen hier Urlaub, ja. Ist es schön? Sehr schön. Ja. Wie ist es in der Gastronomie? Ist man zufrieden? Der Service, stimmt das? Ich bin zufrieden, ja. Preis-Leistungs-Verhältnis? Passt. Ja. Ja, ist in Ordnung. Was kostet Bier? Weiß nicht, der Wein. Was kostet Wein? 2,40 Euro. Kann man nicht sagen, ne? Das Glas, oder? Moment, werde ich aufgenommen hier? Nein. Ja. Wollen Sie nicht? Wir machen hier eine Sendung. Sie machen eine Sendung? Ja. Dann gehen wir weiter. Ja, man sieht es oft nicht mit der Kamera und so, aber es sind immer so viele Leute, wenn ich auch mal einkaufen gehe. Ja? Dankeschön. Ich einkaufe nicht alleine. Ja, nee, ich auch, aber man ist einfach immer gleich umringt. So, hallo? So. Oh, da ist ja schon die Kapelle. Toll. Hallo. Fantastisch. Hallo! Hallo! Grüßen Sie, sind Herr? Philips. Und wie heißt die Kapelle genau? Musikverein St. Goa. Der Musikverein St. Goa, das finde ich ja ganz toll, dass Sie heute Abend sich hier
herbegeben haben. Ja, wir warten schon. Hätt, Zeit lang. Wie lange warten Sie schon? Ja, schon fast eine Stunde. Ach, ehrlich? Ja, nicht, war ja. das angekündigt, dass wir früher kommen? Ja, anscheinend. Ja, aber es verschiebt sich oft so auf dem Rhein und so, man ist immer nicht so drin. Nicht Hallo, mehr. Die Damen. Ja, was hören wir denn jetzt mal von Ihnen? Fliegermarsch. Sehr gut. Ja? Also, der Musikverein oder Musikkapelle? Musikverein. Und Ihr Name war? Werner Philips. Entschuldigung. Der Musikverein St. Goar unter der Leitung von Werner Philips mit dem Fliegermarsch. Bitteschön. Früher war das, kenne ich das so, wenn man so eine Kapelle dirigiert hat, dann musste man eine Runde zahlen. Ist das heute noch so? Ja. Ja? Was sind Sie, Herrschaften? Wein, Bier, Limo, Cola, Wasser. Alles quer durch. Das machen wir dann hinterher. Gut. Was darf es dann sein? Was haben wir hier mit Paul Linke durch? Ja? Ja. Mit Paul Linke durch Berlin, das würde ich sagen, das ist eine schöne Sache für die Hauptstadt. Ja? Fantastisch. Das sind die zwei Seiten oder muss ich umblättern? Nein, da musst du sie gerade umblättern. Wahnsinn. Aber die kommen aber allein klar. Das darf ich nicht so laut sagen. Ja? Ja, das Mikro ist ja. Sind das alle? Nein, das Mikro ist an. Das Mikro ist an. Ja, da haben sich schon viele Leute ruiniert, weil sie glauben, das Mikro wäre auch aus. Ja. Wunderbar. Das ist das Ganze mit Paul Linke? Ja, wird, das wir, dauert aber 5 Minuten. Das ist okay, wird wir drehen mal so weit, wie wir kommen. Ja? Das geht relativ schnell. Okay, das Mikro lege ich mal hier hin. Na, das wäre anmaßend, Herr Schock. Ich mache das so mit bloßer Hand. Okay. Ja? Ist es richtig, Sie spielen auch allein, unabhängig davon, was ich dirigiere? Das hat man Sie getrillt, dass Sie das nicht sagen dürfen, oder? Ja, ja, so ungefähr. Haben Sie das gesagt? Gehen Sie jetzt hinter mir heimlich zeichnen, oder wie? Nein, wie ist das Tempo? Marschtempo. 1, 2, 3, 4. Oder ist es zu schnell? Ja, zu langsam? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Soll ich 1, 2, 1, 2 machen? 1, 2 ist sehr wichtig, ist in aller Breve. Deswegen sagt man, das ist ein 1, 4 zählen. Das ist aber ja wahnsinnig. Komme ich einmal nach St. Goa gleich aller Breve? Gar nicht so einfach. Ist das Ganze aller Breve? Alles aller Breve. Wirklich wahr? Also ich schlage nur 2. 1, 2. Immer hoch und runter, ja. Alles klar. Alles klar? So. Aber so direkt begeistert wirkt ihr nicht, ja? Macht ihr das mehr widerwillig mit?
Begeisterung. Wirklich? Volle Begeisterung. Und das äußert sich dann aber mehr so nach innen rein. Konzentration bitte. Ja? Und. Ich hätte gern dieses Di-di-di-di-dam-bam. Bisschen zackiger. Ja? Di-di-di-di-dam-bam. Dass es richtig so mit Power abgeht. Ja? Okay? Ihr wisst, wo ich meine? Alles klar? Das überlasse ich eurem Gefühl. Das ist 2 vor Di-di-di-di-dam-bam. Ja? Nummer 2 vom Takt. 96. Alles klar? Di-di-di-dam-bam. Okay? Ja? Langweilt's? Nervt's? Nee, ihr würdet sagen, ne? Achtung, 1, 2. Wir haben uns schon angefreundet. Wir machen kurz Werbung und dann spielen wir Melasse de Dom in Kölle. Bis gleich. Der uns seit 3 Stunden begleitet. Mit Kollegin Nathalie an Bord. Nathalie? Ich höre dich. Kann ich nicht hören jetzt. Zu schnell weggeflogen. Aber es ist eine schöne andere Stimme. Ich höre dich, hörst du mich? Ja. Das ist herrlich, da drüben das alte Rom. Ich finde es schön. Weißt du, diese Ruinen, die wir nicht zuordnen können. Finde ich immer super. Und ich konnte jetzt leider nicht mehr Melasse de Dom in Kölle spielen, weil wir zurück mussten, auch wegen des Lichts. Aber irgendwie ist es auch schön. Wir sind jetzt schon fast ein bisschen allein hier auf dem Schiff, oder? Wir machen einfach die Kurzversion. Melasse de Dom in Kölle, da wir sind. So, genau. Das war's. Hast du eigentlich so manchmal auch noch immer Ärger mit der Presse, dass du fotografiert wirst, so von Paparazzi, nichts mehr, alles? Nee. Ich auch nicht mehr. Warum? Sind wir out? Nein, ich glaube, es ist vorbei. Es ist irgendwie, man weiß, dass dann wir das nicht wollen und so, aber es viele kriegen ja damit immer noch Ärger, ne? Ja, aber ich glaube, wir sind zu alt. Na, ich auf jeden Fall. Also du bist ja... Bei mir ist gar nichts mehr. Ich rufe dich schon an, da kommt nichts mehr. Ich sag, wo ich bin und wo ich einkaufe, da schwimmt eine tote Katze. Nee. Was ist das? Das sind irgendwie die Reste von der Transengala oder so. Ja, von Köln, so alles nach Köln, komm. Ja. Aber wir können doch irgendwie mal so Paparazzi-Bilder nachstellen, oder?
sehr gerne. Weißt du, weil die sind ja so auf Schiffen auch fotografiert worden. Stimmt, jetzt im Sommer. Ja. Genau. Wer war mit wem auf welcher Yacht? Wer mit wem auf welcher Yacht, wo er besser nicht gewesen wäre. Und haben wir so ein paar Fotos hier? Ja klar, wir haben ein paar Fotos hier. Ja. Was wäre denn das Erste? Das hier wäre zum Beispiel. Nee, Freunde, was ist hier das los? Das ist doch irgendwie. Wer ist denn das? Das ist Gwyneth Paltrow. Nee. Nein, falsch. Ja, raten, genau, rat mal. Ich weiß es, aber bei ihm kommt man nicht drauf. Das ist Ballack. Ja. Sehr gut. Das ist Michael, Ballack? Das ist Michael ja. Ballack. Und seine Frau? Ja. Gehe ich davon aus, ja. Gwyneth Paltrow. Ja. Okay. Und also wer spielt wen? Naja, also. Also bitte. Ach so, Bikini. Ausziehen? Ach, muss mein... Ist ja doch schon kühl, ne? Haben wir denn irgendwelche Requisiten, irgendwas, was Bikini ist? Ja, also das ist erstmal, ein Bikini, wir haben gleich, also da ist eigentlich nur Haut erstmal. Was heißt Haut? Ja, also nichts anhaben, im Sinne von relativ nackt sein. Ja, aber Anke kann es ja nicht aussehen, ich auch nicht. Wieso? Also, wir können es doch nicht komplett. Ach, also obenrum? Ja, aber obenrum kannst du dich, wir haben doch die Nummer so besprochen. Okay, ich ziehe das Hemd aus. Das Hemd ziehe ich aus, aber... Aber den Bläser, das Sakko lässt er an. Soll ich? Genau. Also, ich ziehe das Hemd aus. Warte mal. Ja? Du brauchst die nicht aus. Oh, ja, okay, oh. Das toll. Nee, das geht zu weit. Ja, das geht zu weit, genau. Okay, ist albern. Du legst dich da hin. Sehr gerne. Okay, wie rum? Wie willst du? So wie Frau Ballack liegt. Die liegt, warte mal, wo ist denn der Paparazzi? Ja, wir können das Paparazzi-Bild vielleicht schon mal sehen. Warte mal. So. So, also liege ich mit dem Kopf. Das heißt, wo steht die Kamera? Ahnung. Ja, wir müssen die Paparazzi-Kamera mal sehen. Da, geil! Oh, ist das super! Ist das super! Ja, das will ich! No. Aber du musst dich andersrum legen, ne? Ich muss so? Ja. Oh, schön, der Sender im Rücken. Oh. Ja, Moment, was mit dem Hemd, Harald? Ich muss echt mein T-Shirt anlassen, das finde ich aber unsexy. Okay, Harald, nochmal runter, komm. Aber dann muss ich das Mikro festziehen, ne? So. Geht das mit dem Sender, sonst kannst du da weglegen. Nee, ich schreib hier rein, guck mal. Nee, es wird ja geahndet. Bitte? Es wird geahndet. Boah! Ja! Kommt's hier? Ja, aber Harald hat sein Hemd halt noch an, ne? Mein Mikro ist wieder da, liebe Kollegen vom Ton. Ich bin wieder angeschlossen. Ist das so die Position? Ja, das ist schon nicht schlecht. Guck mal hier, das ist so. Und ihr seid so. Ah, warte. Wenn man genau rangeht, sieht man, weißt du, was fehlt? Was? Das dicke Goldkettchen hier. Ja, da gibt mir eins. Ich habe auch nicht diese Rückenmuskeln. Die Position finde ich auch recht an. Ja, das ist eigentlich für ein Foto auch nicht schlecht. So. Herrlich! Ich kann jetzt ja keiner sehen. Was? Wir sind ja hier geschützt und auch da oben sind keine Fotografen. Ja, nicht ganz so. Das sieht ja aus. Nee, die machen ja, also die sitzen ja nur drauf. Ja, genau. Die Hände abgestützt. So. Was machen, wo sind meine Hände? Da, ja, die sind so. Die sind hinterm Kopf. Und aber die Beine so ein bisschen hoch, so angewinkt. Ja, so, genau. Hallo! Und? Das ist es, glaube ich. Ja, gut. Ja, das haben wir jetzt gefühlt. Jetzt müssen die Anke anschauen. So. Ja, nee, guck mal hier. Das ist jetzt das offizielle Foto. Ja. Das ist das Originalfoto und das ist jetzt das offizielle Foto. Ah ja, schön, dass man meine Augen nicht sieht. Ja. Ja, aber wirklich. Beim nächsten Foto. Du musst Foto. Den Kopf ein bisschen leicht anheben. Leicht okay, und wir probieren es nochmal. Ja, wir probieren es nochmal. So im Sinn von, hey, lass es. Oder so. Du bist aber stürmisch. Nicht, dass uns jemand sieht. Okay. Noch was höher den Kopf, noch was höher den Kopf. Oh Leute, ich hab, ja. Jetzt sieht man deine schönen Augen. Oh, das ist toll. Das ist toll. Guckt euch das an. Oh, das ist toll. Ah, Hammer. Das ist toll. Ich finde, das ist mit der langen Hose noch besser als ein Badekammer, oder? Ja. Also, das haben wir das Bild, ja? Das haben wir das. Okay. Das haben wir, okay. So, jetzt könnt ihr euch schon mal auf das nächste Foto. Geht's? Ja. Ja, okay. Was denn jetzt? Also das nächste Foto ist sehr aktuell aus dem letzten Urlaub von Tony Blair. Tony Blair. Ja. Das heißt, du brauchst ein Hemdchen. Und du brauchst ein Hemdchen? Wir stehen an einer Reling? Nee. Wo ist das? Ja, ihr müsst irgendwie so ein bisschen, also vielleicht du in die Vertiefung. Ich in die Vertiefung. Die Frau sitzt, ist so ein bisschen tiefer. Und hast eine Flasche. Sehr gerne. So, Tony hat aber keinen Sohn. Nee. Kätzchen. Hallo. 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 Hallo.
Hallo. Okay, mein Fehler. Geht's aus euch hin? Nee, ist okay, danke. So. Oh, das ist super. Ja, mal gucken. Oh, das ist gut, ja, das ist gut. So. Ja. Ach, ich brauche eine Sonnenbrille, Mann. Hast du eine Sonnenbrille? Ja, klar. Ihr braucht beide Sonnenbrillen, ja. Oder? Ja. Gut, schon mal. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und die Nuckeldruckomi an der Flasche, genau. Ich habe und du, die rechte Hand. Am besten kniest du dich dahin, ja? Auf hier, hier seitlich? Ja, schon, oder? Wieso, er steht doch, sieh mal. Ja, aber jetzt um die Größenverhältnisse. Ich glaube, das kommt ganz gut hin, oder? Gucken wir mal irgendwie. Also, oder? Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Wenn ich gucke. Ja, und mit Nuckel, ja, genau. Ja, oh, das ist gut. Das ist gut. Jetzt guck mal, ob das schon reicht, oder? Ja, das nehmen wir, oder? Ja, das nehmen wir. Gut. Gut, jetzt nächstes ist auch sehr hart. Das ist das belgische Königspaar. Da haben wir für dich das hier zum Rüberziehen. Herzlichen Dank. Bitte. Und du müsstest dich einfach wieder ausziehen drumherum. Ja, bin ich doch schon. Ja, ja. Und so eine Mütze. Ah, sorry, die Mütze. Ja. Schau, die ganzen Leute hier. Das ist unglaublich. Zu Hause das Licht ausmachen, aber hier fotografieren, ja? Unglaublich. Oh, der kommt sehr gut, ja. Der kommt das sehr gefällt gut. Mir echt toll. Das kann ich aus Nürnberg gehen. Der sitzt auch gut. Ja. Okay. Ach, das war's schon? Der hat keine Träger? Nee, das ist Träger los. Brauchst du noch was zum Bein? Ja, aber einige das. Das ist so. Genau richtig. Ich sitze jetzt so, ja? Ja. Ja? Sonnenöl brauche ich, oder? Ah ja, du nimmst hier die gleiche Flasche, oder? Natürlich. Ach so, mich seht ihr gar nicht so. Ja, also, ja, obwohl, das ist ein bisschen. Das ist aber. Ja, ist sie nicht mehr mit dem Rücken? Ah, ja, du musst dich, glaube ich, ein bisschen eindrehen, oder? Du Richtung bist Paparazzi. Zur Kamera und ich bin mehr. Ja, nee, oder? Ja. Ja, so, so, so. So ist es. Ja, so. Und du guckst aber weg, du siehst was. Oh ja, das ist. Danke, mal schmieren. Ja, klar, unbedingt. Also, ihr müsst mich noch mal zeigen mit schmierenden Armen. Ja, das ist toll. Der? Ja. Okay. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist das. Lass uns noch mal den Vergleich gucken. Das ist okay, ne? Ja. Obwohl wir die Dame mit dem roten Hütchen haben wir jetzt nicht. Ja, die haben wir nicht. Aber das ist... Super. Können wir uns denken, ja? So. Jetzt kommt ein Klassiker der Paparazzi-Fotografie. Dieses Paar hier. Das ist Heidi und Briatore. Ja. Super. Ja, da müsst ihr euch jetzt, also du kriegst ein Briatore-Hemd und dieses Schiraten-Hippie. Und du musst ein Chiffon-Ding kriegen, genau. So, ich kann dieses Hemd anziehen. Ach so, ja. Ja. Schade, der gefiel mir nur zu viel. Der macht aber echt was her, muss ich sagen. Sind das eigentlich auch euren Badehosen, wenn ihr sie anprobiert, so eine komische Gummi-Einlagen? Ich bin immer sehr beleidigend. Okay. Ich dachte gerade nicht raus. So. Ich glaube mehr das Bunte, oder sind es zwei übereinander? Ich krieg das hier gerade nicht. Dein Stirnband ist hier das? Ist das alleine rum? Scheiße, nicht rübergeknuddelt. Tja, das ist oft so bei diesem Paparazzi-Foto. Wenn ich ihn mal kurz. Ich krieg das nicht vom Bügel ab. Ein Griff und das sitzt von das. Natürlich. Jetzt hab ich... Hallo? Okay. Ja, Freund. Geht's? Geht's? Natürlich, ich hab's ein bisschen nur wegen der. Wir haben leider nicht das Papageien-Original bekommen, das ist sehr gut. Aber der Mann ist doch ein bisschen, muss ein bisschen Spaß machen. Los geht's. So, gut. Was mache ich denn? Ihr steht so nebeneinander. Heidi links. Nein, wir stehen ja an der Reling, Junge. Ja, genau. Wir stehen einander gegenüber. So? Ja.
guck so ein bisschen hoch, er ist größer, klar. Natürlich. Ich sehe. Und was? Ja, oh, das war schon ganz gut. Schau mal. Siehst du irgendwas? Ja. So. Ich habe meine Brille noch drunter. Okay. Nein, ich und das streich jetzt, ja. Achso, ja, ist toll. Die Arme müssen eigentlich noch hochgekrempelt sein bei Harald, aber wir nehmen das. Das ist diese Lässigkeit und es ist eigentlich die untersten drei Knöpfe sind auf. Was? Wie? Wo? Achso, an dem oben. Boah, ich hätte hier gerne mehr so von diesen hier. Das ist. Schau. Alles klar, ja, ich hab's. Sitz. So. Sitz. Ja, super, pass auf, jetzt. Darf ich auf den Sonnenbrille an? Ja. So, dann können wir jetzt mal den Vergleich sehen. Ja. Das ist das. Herrlich, ist 1:1. Das ist doch ein Club. Das ist super. Ja. Das ist super. Dann würde mich nicht wundern, wenn ich hier so ins Theater gehen würde. So, jetzt geht's aber richtig ab hier. So, das ist nee, das nächste. Nee, das nee, ist. Nee. Auf nein, was also, denn? Das geht nicht. Nee, also. Sind ja beide nackt? Ja, nee, das geht auch nicht. Nee, ich glaube nur Romy. Was? Das ist Romy Schneider. Ja, aber er auch. Ja, aber. Nein, das was soll das? Du kannst ja nicht. Natürlich sieht weder Anke noch ich sie aus. Ja, aber wir nein, haben da, entschuldige mal bitte, also jetzt war bei allem Humor und so weiter, aber nackt, es war ja, aber das ist doch auf dem Bauch, man sieht doch nichts. Ja, aber hallo, aber hier, wenn der Arsch nicht hier in die kommt Kamera, der Mops oder? Raus, hier ist ein Popo. Aber es geht also doch mach um es die, weg, das es doch, geht doch um die Lage. Um die, nein, um die, aber das ist, man sieht den Hintern und so weiter, aber Anke wird sie doch jetzt nicht mal, also, nein, ich bin Jinnan. Nein, na, wirklich, das ist auch, das geht nicht. Okay, mach das nächste. Wirklich, also. Gut, dann Harald halt alleine. Nein. Schau mal. Ja, das ist, wer ist das denn, Anelli? Giovanni Anelli auf seiner Lage. Ja, da ist jetzt keine Frau dabei, aber da musst du es halt alleine machen. Ja, ach so, komm. Du hast ja wohl drauf. Ja, ich zieh mich doch jetzt hier nicht nackt aus. Ich zieh das Hemd nochmal aus. Ja, okay, zieh das Hemd. Es kommt ja auf die Geste an. Guck mal hier, diese weit ausholende Geste. Kopftuch ab, Brille ab. Und diese einfach so breitbeinig. So. So, Füße? Ja. So. 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 Ja, aber das, weißt du, das ist ja, also eigentlich nur auf, cool. Ich zieh die Schuhe und die Strümpfe ziehen. Ja, aber das sieht jetzt echt aus wie gewollt und nicht gekonnt, ne? Ja eben, zieh du dich doch nackt aus. Ja, aber du lauerst doch wahrscheinlich. Wie, aber, bitte, ich wie muss geht hier, der Satz weiter? Aber? Ich muss diese Pappen halten. Das schau ist mein mal, Job. Hier. Ja, das ist wirklich. Also viel besser als du. Bei mir ist hol du runter, Schießgewehr. Ja. Also. Ja, also pass auf, ich zieh die Hose aus, ja? Und ich komme aber nur ganz kurz vor, ich ziehe hier hinten die Hose aus, da wird auch nicht gefilmt. Dann komme ich ganz kurz vor, 2 Sekunden und dann mache ich das und dann ist okay und dann bin ich sofort wieder weg. Und dann muss hinten jemand stehen mit dem Bademantel, der mich einfängt. Warte, kommt mal. Alles klar, ist alles vorbereitet. So, jetzt könnt ihr hier nicht filmen. Hier hinten darf jetzt nicht gefilmt werden, Manuel. Nein, da darf nicht gefilmt werden. Nein, jetzt nicht. Da darf nicht gefilmt werden! Nein, ich will nicht hier hinten gefilmt werden, wenn ich ausziehe. Ihr könnt es filmen, wenn ich hier um die Ecke komme. Ja, was denn jetzt? Willst du. Hier nicht? Ich ziehe hier die Hose aus, komme einmal kurz um die Ecke, mach die Haltung. Ah, so ist Comedy. Ja, Anke, das ist bitte. Nicht, so ist Comedy. Nicht filmen da hinten, erst hier. Ja. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Nee, seid ihr soweit? Manuel! Was ist denn jetzt? Seid ihr soweit? Ja, ja, also wir sind die ganze Zeit soweit. Ich komme nur zeig kurz. Das Original. Ja, mach! Okay? 3, 2, 1. Ja, aber das geht ja noch weiter. Mach mal das nächste Foto. Super! Super! Das sieht super aus! Danke, mach mal die nächste Pappe. Die nächste Pappe. Du musst jetzt einfach nur da reinspringen. Ja, so bitte. Kalt. Ach so, komm. Das ist mir kalt. Wir machen jetzt Werbung.
Ja. Machen wir Nemo müssen wir auch noch zeigen. Machen wir gleich ja. oben. Wir machen Nein, wir machen jetzt nicht Werbung. Wir zeigen jetzt irgendwie diese großartige Matz. Ja, wir zeigen jetzt die Matz, als ich die Zuschauer, als ich noch nicht wusste, wie der Arm sich entwickelt, die Zuschauer begrüßt habe beim Einchecken mit Fotos. Das ist was Nettes, nicht so eine Sauerei. Aha. Ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns von jetzt an trennen. Dann kann ich nämlich allein weitermachen. Okay. Ich sag... Weiß nicht genau. Hast du? Jetzt haben aus Versehen wir die Matz gezeigt, Nemo, aber erzähl ich doch was drüber, oder? Ja, das ist ein sehr erfolgreicher Zeichentrickfilm aus Amerika, in dem du einen Fisch synchronisierst. Genau, genau. Das ist tatsächlich schon der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten und der ist auch in der Top 10 der erfolgreichsten Filme überhaupt, also animiert und nicht animiert, ganz oben. Ja. Und das ist die Geschichte eines alleinerziehenden Vaters, eines Fisches, der seinen Sohn verliert und den sucht. Unter Wasser. Es ist also ein Unterwasserfilm, ein ganz großartiger von den Leuten, die auch, also von den Pixar-Leuten, die so, ja, einfach die schönsten Zeichentrickfilme im Moment machen und der ist auch ganz lustig. Und der Fisch, den ich spiele, den ich spreche, der heißt Dory und der hilft dem Vater bei der Suche nach dem Sohn, leidet aber unter Gedächtnisschwund. Also vergisst immer zwischendurch, warum die eigentlich durchs Meer schwimmen, also wo sie eigentlich hinwollen und so. Das ist sehr, sehr lustig. Und das war eine Szene daraus. Ja, und ich finde, das hast du toll gemacht, weil ich finde, synchronisieren ist wahnsinnig schwierig. Ja. Ja, wirklich. Ja. Man muss ja doch sehr synchron sein und du hast den Charakter so gut getroffen. Ja, und das waren 4 oder 5 Tage da in den Synchro-Studios und es ist ganz, ganz anstrengend. Sich selber zu synchronisieren finde ich ganz leicht, aber bei den Zeichentrickfilmen ist es ja so, dass die amerikanischen Schauspieler als erstes ins Studio gehen und alles sprechen und dabei werden sie gefilmt und dann sieht man, wie die Münder sich bewegen und daraufhin werden dann die Figuren erst gezeichnet. Also natürlich stehen sie schon fest und die Handlung steht fest und so weiter, aber tatsächlich richten sich dann die Zeichner nach den Mundbewegungen, nach Mimik und Gestik der Schauspieler. Ja. Das ist ja erstmal einfach. Für uns Synchronsprecher ist es dann schwierig, das dann alles nachzuvollziehen. Also Find Nemo ab demnächst im Kino. Im November. Im Kino. So, und jetzt zeigen wir wirklich diese Matz, die ich gerade angekündigt habe. Ich habe mich dann heute Mittag schon mit den Zuschauern fotografieren lassen, wie das so bei einer Kreuzfahrt üblich ist. Und die schönsten Szenen daraus und die Zuschauer kriegen auch gleich die fertigen Fotos hier an Bord geschenkt. Die große Knipsen lassen wie auf dem Kreuzfahrtschiff. Aktion. Schickt die Herrschaften rein. Können Sie mich hören? Ja. Wir machen das, wer von Ihnen schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat oder länger auf so einem Ausflugsdampfer unterwegs war. Wir machen es genau wie da. Sie haben die Gelegenheit, wenn Sie möchten, sich mit mir fotografieren zu lassen und kriegen dann das Foto während der Schiffsfahrt ausgehändigt. Wir entwickeln das alles und so weiter und machen ein kleines Andenkenfoto. Wer möchte? Ja? Bitteschön. Hallo? Oh, Sarah Connor. Ja, das hört man öfters, oder? Ja, hört man auch. Mit Susanna verwandt? Nee. Nee, und eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Oder nicht? Guten Morgen, nicht. Hallo, Sie sind alleine? Seit um 12 war ich hier und ich habe sie. Wo haben Sie die Karte her? Hier, gewartet. Nee, ehrlich? Ja. Ja, fantastisch. Ja, da werden Sie noch mehr ansprechen gleich auf dem Schiff. Ne? Wohnen Sie hier in Bingen? Kietrich, da drüben. Aha, eine schöne Reise und viel Spaß. Ja. Hallo, wollen Sie ein Foto? Müssen wir nicht. Hallo. Ja, bitte, tschüss. So, dann die beiden Minderjährigen. Aber ihr seid ja auch wirklich. Foto gefällig? Ja, klar. Die Dame mit euch hier? Natürlich. Hallo. Dann würde ich sagen, hallo. Ja, ja, ja. So. So. Hallo. Hallo, guten Tag. So. Guten Tag. Grüßen Sie, hallo. Guten Tag. Wir kommen aus Saarbrücken. Oh, fantastisch. Warum? Ja, toll, aber ist es verboten, aus Saarbrücken zu kommen? Nein, kommt hierher. Endlich mal meine Generation an Bord, oder? Immer nur dieses junge Gemüse. So.
Dankeschön, viel Spaß. Ja, danke. Ich sitze ganz vorne rechts, falls Sie mich suchen. Ne? Okay, ja, tschüss. Hallo, Foto? Ja, klar. Ja. Mit ihm zusammen? Ja, mit oder? Ihm zusammen, ja, klar. Durch die Behindertenkinder. So, sehr gut, das ist der Humor, den wir brauchen, jawohl. So, schön. Wo kommt ihr her? Aus Mittweiler. Wo ist das? Das ist in der Nähe von Chemnitz. Toll, aus dem Osten und behindert, ideal, ne? Das ist schon der erste Preis, ne? Hallo? Alleine? Ja. Jawohl. Machen wir ein kleines Späßchen, hinten ran und gucken, ob aufs Bild zu kommen. Ein Hammer. Ja, da werden wir gut. Okay. So, ja, so, ja. Na. Okay. Schließlich sind wir der Sender mit dem Herbstklopfen. Ja. Hallo? Schönen guten Abend. Foto gewünscht? Nee, danke. Bitteschön. Ja. Wollen Sie ein Foto? Nee. Auch nicht? Danke. Wollen Sie ein Foto machen? Nee, danke. Wunderbar, das ist zügig. Hallo? Auch nicht. Wer noch? Ich möchte gerne mit Herrn Andrack. Herr Andrack? Herr Andrack? Da ist eine Dame, die mit Herrn Andrack fotografiert werden möchte. Aber ja. Ja, die sucht den Tipp. Ja, aber soll man bitte kommen? Giselle Bündchen. Die Dame möchte sich mit dir fotografieren lassen. Ja, das ist klar, aber nicht mit dir. Nein, er hat mich weggeschickt. Hier. So. Ja. Ich muss leider an Bord. Es tut mir leid. Wir müssen los. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Es war heute Nachmittag in Bingen vor der Abfahrt und wir haben alle Fotos jetzt schon entwickelt. Sie kriegen die am Ende der Reise dann. Müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das hinkriegen, wer ist auf dem Bild. Aber es sind sehr, sehr schön geworden, einfach professionell gemacht. Wir machen kurz Werbung, meine Damen und Herren, und dann stelle ich Ihnen den Mann vor. Wir haben jetzt mittlerweile wieder abgelegt. Susanna ist auch wieder mit an Bord. Das hast du toll gemacht. Wirklich, ganz toll. Das sah super aus. Wir haben in Goarshausen abgelegt und fahren jetzt weiter Richtung Boppard. Und dann stelle ich Ihnen unseren Kapitän vor. Bis gleich. Die Harald Schmidt Show zu Gast auf Vater Rhein. Wir nähern uns mittlerweile unserer letzten halben Stunde. Und ich möchte Ihnen jetzt den Mann vorstellen, der hier der Kapitän ist auf der MS Lorelei. Herr Kapitän Herbert Hellbach. Guten Abend. Guten Abend. Ich grüße Sie. Wir sind ja lange unterwegs und sind hier Beifall. So, was ist das für Sie, so ein Eindruck, so eine Fahrt? Mit so einem Remi, der wieder hinten drauf. Das ist toll, so wird man es erleben. Haben Sie schon mal erlebt? Ja, ähnliches. Also so extrem noch nicht, aber wir haben auch schon, meistens werden solche Veranstaltungen im Liegen gemacht. Hier mit Sachschause so, dass ja die Übertragungswagen an Land stehen. Aha. So während der Fahrt eigentlich weniger. Meistens haben die Schiff dann stillgelegt, ne, wegen ja. Kabelverbindung mit dem Land. Ja, so, ne. Aber auf der Fahrt ist doch mal was Neues und das ja, ist natürlich toll, wie wir jetzt in die Dämmerung reinfahren. Ne? Ja, ja. Wie lange? Entschuldigung? Ja, deshalb, wir müssen auch eine halbe Stunde ungefähr müssen wir auch da sein, sonst müssen wir alles ausbarrieren. Ne? Was heißt das? Ja, das heißt also, hier die Lichter müssen wir ausmachen und hinten auch, da, weil die Schifffahrt hier, die so. Würden wir alle behindern. Verstehe. Naja, ja, also deshalb könnten wir sowas hier auch nicht im Dunkeln machen, das ja. ist nicht möglich. Das heißt, wie lange fahren wir jetzt noch bis morgen? Eine halbe Stunde, 35 Minuten ja. ungefähr. Wie lange sind Sie schon auf dem Rhein unterwegs? Also auf dem Rhein 42 Jahre. 42 Jahre und 42 Jahre weiter könnte es nicht auch sein. Das heißt, da sind Sie der dienstälteste Mitarbeiter dort? Nein, ist noch einer, der Kapitän von der Göhne. Aha, aber der ist nicht viel länger, oder? Der ist 2 Monate länger da. Ja, aber sonst ja. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Rhein fahren bei so wenig Wasser, wo ist da das Gefährliche? Ja, das Gefährliche, das ist immer dabei. Als erstes fängt man an, dass man sich selber trifft, ne? Dass man irgendwie die Schraube kaputt macht oder man fährt zu schnell, dann bekommen andere Schiffe Grundberührung oder die Schiffe, die reagieren auf den Ruder nicht mehr, dass man eine Havarie riskieren tut. Ja. Das sind also alle, es gibt da einen Haufen Möglichkeiten, ne? Aber das sind so die Hauptgründe, was dann meistens bei so einem grundkleinen Wasser, wir sagen jetzt für so ein so niedriges, grundkleines Wasser, ne? Ja. Weil das kommt ja auch ganz selten vor, ne? Da ist dann natürlich dann die Gefahr ziemlich groß, ne? Aber ich meine, bei so langer Zeit, da kennen Sie ja im Grunde den Rhein in- und auswendig, oder? Ja, doch. Oder kann man das nie sagen? Ja, sagen wir mal, auf der Hauptstrecke, wo man fährt, schon zwischen Mainz und Köln und so schon. Ja. Weil wir früher haben wir noch Kabinenschiff, ich bin auf der Kabinenschiff hier groß geworden, da haben wir auch die großen Strecken gefahren. Da muss man natürlich mehr wissen. Und da hatten wir ja auch in der damaligen Zeit noch Lotsen und so im Oberrhein gehabt. Ne? Aha. Was ja heute auch kaum noch ist. Ne? Aber es sieht natürlich irgendwie so ganz
lässig aus, wie so ein großes Schiff. Ach, so groß ist ein Schiff natürlich. Und es fährt viel größer rum. Hier haben Sie heute gesehen, die Bolero oder die großen Containerschiffe. Von, ja, auch, ja, auch nicht von den Passagierschiffen, oder auch? Nein, von Passagierschiffen haben wir auch einige Größe. Damit die Wappen von Mainz, die heute auch sein gewesen sind, aber die Wappen von Köln. Und eben ja, die Bretagne war ja, wo eben vorbei ist, da sind auch die 110 Meter Länge. Ja. Und der hier ist besonders handlich, aber wir haben starken Bugpropeller noch dabei. Also der ist sehr handlich, das Schiff. Ja, ja. Mal eine Frage noch, wenn ich da oft auf den Rhein gucke, habe ich das Gefühl, gibt es denn hier auch so, dass die in der einen Richtung rechts gefahren werden muss und in der anderen nicht, oder? Es gibt, einmal hier kann jeder fahren, wie er will, das sehen Sie jetzt. Ja. Nur der, wo gegen den Strom fährt, der gibt den Kurs an. Aha. Der bestimmt das. Also der hat jetzt keine Tafel draußen. Ja. Also müssen wir auf die Seite rüber. Ja. Und ab Saint-Gouvard bis nach Mannheim rauf, da ist geregelte Begegnung. Das heißt, also da muss man... muss man schon Backbord an Backbord begegnen, ne? Ja. Wow. Und die Geräusche von uns? Oder mache ich... Ach, da drüben, ein Land. Eieiei. Aha, das heißt, es sind die Leute. Ich habe jetzt alles gewundert, wo die Geräusche hier kommen. Das ist ja toll. Da haben Sie verschiedene Geräusche hier, ja? Ja. Das war früher unser Radarton, den haben wir noch drin. Man musste also bei Nebelfahrt, das Schiff, das total mit dem Strom gefahren ist, musste dann immer einen sogenannten Dreiklang geben. Ja. Und dann war dieser Ton und der ist abgeschafft worden in der heutigen Zeit über Funk, wo man sich überall meldet und spricht miteinander. Ja. Da braucht man sowas nicht mehr. Aber wir haben den jetzt noch drin, da kann man den jetzt mal ein bisschen Spaß machen mit so. Ne? Das, und das ist auch erlaubt, ja? Ja. Ja, das ist erlaubt. Den mussten sie dann immer geben in der Talfahrt. Ja. Sobald sich irgendwo ein Schiff genähert hat, ein Bergfahrer oder ein anderes Schiff, auch je nachdem ein Mitläufer, dann hat man halt dieses Signal gegeben. Ne? So, das ist einprogrammiert. Darf ich da mal draufdrücken? Ja, komm, komm. Das andere sind andere Signale. Drei Ton. Ja, das andere ist nur ein langer, ruhiger. Achso, also drei Ton, ja? Drei Ton, ja. Das ist toll, ich kann bestimmt lang spielen. Das ist der doppelt störend. Da habe ich auch noch, ich habe für mich noch einen zum Spielen hier. Wo ist er? Ja, das ist mein Spiel. Der hat auch ein paar Sprüche drauf, wenn sie den drauf so Bauch drücken. Ich habe mir hier. Woher soll ich das denn wissen? Leck mir im Arsch, alles muss man machen. Bin ich nicht für zuständig. Woher soll ich das denn wissen? Ein gutes Sprüche, ne? Leck mir im Arsch, alles muss man ja. Das genügt eigentlich. Ja, drei gute Sprüche, ja, ne? Und damit spielt sie dann so ein bisschen rum, wenn die Fahrt länger dauert. Ja, da spiele ich weg. Hat meine Frau mir vor Wochen mal mitgebracht, das Ding da. Das ist toll. Also ich finde das wunderbar, dass wir bei Ihnen auf dem Schiff zu Gast sein dürfen und habe keinen Zweifel, dass Sie uns jetzt noch sicher nach Poppard bringen. Ja. Gell? Sicher. Ja. Haben Sie vielen Dank? Nicht so danke. Ich und gerne mal wieder. Ja, alles Gute. Wenn Sie wiederkommen. Unser Kapitän, meine Damen und Herren, Herbert Helber. Jetzt fahren wir hier natürlich schon stundenlang an den schönsten Weinbergen mit vorbei und wir haben uns gedacht, wir sollten die Gelegenheit nutzen und sollten hier im Grunde einen eigenen Wein zumindest mal ansetzen oder einen ersten Schritt im wahrsten Sinne des Wortes tun. Und wir haben hier zwei so Bottiche aufgebaut und jetzt haben wir einen Experten dazu eingeladen. Das ist der Winzer Herr Tobias Korn. Herr Korn, ich grüße Sie. Ein ganz guter Winzer. Ja. Wo kommen Sie her? Aus Oberhain. Wo ist das? Das ist ja Mittelrhein, ja? Linksrheinisch. Und was hat man da für einen Wein? Riesling? Überwiegend Riesling, ja, aber auch Dornfelder, Spätburgunder, Chardonnay haben wir im Anbau. Ja. Und der deutsche Wein hat ja wieder ein Image sozusagen wie Donnerhall, oder? Ja, ich hoffe es, ja. Ja, vor allem der Riesling. Ja. Jetzt sieht man, haben wir hier die Bottiche immer voll gemacht mit Weintrauben. Wenn man da immer so, wird das heute überhaupt noch gemacht, das Treten in den Weintrauben? Oder? Nein. Nee, das wird maschinell gemacht. Genau, wir haben Pressen dafür, ja. Was ist der Sinn, warum man das macht? Ja, dass die Trauben ausgepresst werden, damit der Saft aus den Trauben rausläuft und der Most daraus gewonnen wird. Und das konnte man früher nicht anders machen, als indem man drauf rumtritt? Da gab es auch nachher die Technik mit der Presse, dass man die gedrückt hat, jawohl. Haben Sie noch getreten? Nein.
Noch nie. Also, wir machen das jetzt mal. Wer tritt alles mit? Ich auf jeden Fall. Ach, du trittst auf jeden Fall mit. Soll ich nicht treten? Ja, natürlich trittst du mit. Ich trete hier mit. Na, du musst erstmal drei aus dem Publikum. Wir treten ja an als Team gegen das Publikum. Ja. Wer am meisten Wein tritt, das ist ja messbar. Drei Herrschaften aus dem Publikum, Damen oder Herren. Wer will in einem Bottich treten? Einmal. Ja, wer noch? Die Dame in der orangenen Bluse und da hinten der Herr im karierten Hemd, im blau karierten, ja. So. Kommen Sie bitte nach vorne. So. Oder willst du treten? Susanna tritt und Helmut. Okay. Das ist ja ungerecht, sonst sind wir ja vier. So, gehen Sie hier rüber bitte in den Bottich rein, ja, hier in den. Das heißt, Schuhe oder ohne Schuhe? Ohne. Ohne. Barfuß. Und alle gleichzeitig rein? Ja. Wir müssen alle gleichzeitig rein? Ja. Ja, so. Nicht gleichzeitig rein, aber alle rein. Wie, es treten nicht alle drei gleichzeitig? Doch, aber nicht alle gleichzeitig rein. Ja, aber jetzt rein. Nicht, wir können jetzt nicht alle kommen, drei also gleichzeitig rein. Rein, ja? So, geh mal rein. Das fühlt sich ekelig an. Das soll ja auch sehr gesund sein, habe ich mal gehört. Ne? Das stimmt, ja. Ja. Wofür? Kreislauf und so? Oder? Ne, für die Haut. Aha. Ist das eigentlich ein Wettbewerb? Oder? Ja. Ja. Ja, das ist ein Wettbewerb. Das Schiff heißt MS Lorelei. Und wer mehr Wein tritt, das ist messbar. Oh, das ist aber ein tolles Gefühl. Wir müssen uns festhalten. Ja. Und dann geht der, so, wir warten noch, und dann geht der Wein von hier aus den ganz normalen Weg, ja? Das heißt, der Saft wird dann vergoren. Genau, ja. Ja? Wie lange dauert es von hier an, bis der Wein dann fertig ist? Das dauert ungefähr bis März. Aha. Gut, sind wir soweit? Wie lange treten wir? Eine Minute gleich. Ja? Also da wird ein richtiger Wein draus, ne? Ja. Ja, sehr gut. Also, auf die Plätze. Fertig. Los! Walter, trinken was? Ja, bestimmt. Was los? Das ist gar nicht einfach, das Gewicht zu halten. Ja. Ich glaube, es ist schon ganz schön. Ja. Ganz schön platt. Ja. Wir brauchen sie alle. Noch 20 Sekunden. Nochmal richtig. Wer führt ja, denn? Ich würde mal sagen, ist spannend. Ja, das fühlt sich wirklich so an. Noch 10 Sekunden. Boah, anstrengend. Ja, total. Puh. 3, 2, 1, aus! Der Sport. Das ist hier. Oh, das ist besser. Ja, hier ist mehr durch. So, kann man es messen? Man sieht es. Ja. Wo sieht man es denn? Wer hat denn mehr? Das Team hat mehr. Wirklich? Tatsächlich, ja. Aber wenn man überlegt, viel, ne? Nee. Wie wenig da rausgekommen ist für das viele Getrampel. Boah, sind wir außer Atem. Ja? Das ist wie wenn man beim Sprint sinnlos losgeprescht wird. Ja, genau. Toll. Boah, da hat ja viel mehr Traum. Nee. Das war vorher auch. Na, die Traum waren gleichwertig. Ja? Schönen Dank. Haben Sie Weingut? Ja. Wie heißt es? Eisenbachkorn. Und Spezialität ist? Riesling. Auf jeden Fall. Also, alles Gute, viel Erfolg bei Ihnen. Dankeschön für die Unterweisung. Dankeschön. So, vielen Dank. Handtuch haben Sie, ja. Tschüss. Die haben Sie alle. Dankeschön. Ja. So. Ich muss zumindest ein bisschen abtrocknen, sonst rutsche ich aus, weißt du? Ja. Bitte? Ein Handtuch. Danke. Ist frisch. Ja. Und ich finde, wir sollten jetzt unbedingt noch so eine Aktion machen, die so ein bisschen in den wohltätigen Bereich geht. Ja, ja, ja. Es war zu klamaukig bisher. Ja, es war zu klamaukig. Nicht sehr, aber vereinzelt ist die Gefahr, dass es ein bisschen zu klamottig wird.
Und ich habe mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Bitte. Zum einen finde ich, dass der Rhein zu wenig Wasser hat, haben wir jetzt gesehen, den ganzen Tag über, oder? Wir sehen es auch, wenn man hier runter guckt. Und ich finde, jeder kann einen Beitrag leisten. Ich möchte, der Rhein hat mir so viel Wasser gegeben. Ja. Ich möchte ein bisschen von dem Wasser, das mir der Rhein gegeben hat, zurückgeben. Das heißt, du willst jetzt hier runter? Ja. Also ich leere ein bisschen Wasser in den Rhein. Ach so. Als Zeichen, dass es aufwärts geht. Das ist vielleicht nur eine kleine Geste. Aber ich sag mal. Hier, du kannst auch mal was rein. Wenn jeder nur einen Kasten Mineralwasser ohne Kohlensäure, ja, pro Tag in den Rhein leert, ist das, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Möchte noch mal jemand aus dem Publikum? Es ist so einfach. Es ist eine ganz einfache Geste und man kann damit wirklich was Gutes tun. Wer möchte noch mal? Sie kriegen das Wasser von uns. Ja, die Dame mit der Brille? Ja. Toll. Das könnte eine Massenbewegung werden. Ja, wo kommen Sie her? Bitteschön. Gerade aus Bremen, da weiß man, was Wasser wert ist. Sie müssen es ein bisschen weiterhalten, denn da kriegt so eine Matrose ab. Ja. So, toll. Noch jemand? Ein tolles Gefühl. Die Dame mit dem weißen Cape, ja? Toll, wollen Sie noch eine? Ja, Sie können ruhig. So, hier, bitteschön. Bitteschön, hallo, wo kommen Sie her? Düsseldorf. Ja. Wie finden Sie die Aktion? Ja. Toll. Ich finde, man könnte das auch so präsidial jetzt gestalten, indem man einfach sagt, ich habe den Anfang gemacht, ich habe ein Zeichen gesetzt und die Bevölkerung soll weitermachen. Machen Sie ruhig weiter. Ja. Aber es genügt noch nicht. Nein. Wir müssen noch sozusagen, was in der Aktion irgendwie der Mensch sagt, danke dem Tier. Ja, das ja? ist schön. Wir sollten noch Fische in den Rhein setzen. Du, wir haben zufällig hinten Fische. Ja, nein, nicht zufällig. Das habe ich ja gleich nach Beginn der Sendung gesagt. Ach ja. So, ja, stimmt. Geht's mit dem Wasser? Soll ich noch welches kommen lassen? Ja. Das habe ich ja gesagt, dass wir hinten diese Rheinale haben und wir gehen mal nach hinten. Ja. Sie können gerne weiter gießen, bis die Kästen leer sind, können Sie auch setzen, wenn Sie nicht möchten. Wir gehen mal nach hinten und lassen Aale ins Wasser. Ja? Aber nicht trinken, das Wasser. Rein in den Rhein. Ist das immer noch Nathalie da oben? Ja, klar. Der Antrag. Ja, na klar. Ist es immer noch Nathalie? Ja, guck mal, da ist sie doch. Da, hörst du mich? Boah, schau dir dieses Bild an. Nathalie? Ja, ich bin da. Hörst du mich? Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Sag es bitte. Ich habe gelernt zu steuern. Oh Gott. Das war meine erste Helikopterunterricht. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr weiter seid, aber sonst ich zeige dir. Und zwar, ich kann steuern ohne Hände. Nur mit den Füßen. Glaubst du mich nicht? Doch, ich bin sprachlos, weil ich es so toll finde. Dann zeig es uns bitte, aber vielleicht bisschen weg vom Flugzeug, Schiff, damit wir es besser filmen können. So, warte mal ab, ich ja. spreche mit der Fahrer, der Pilot. Ja. Eine Sekunde, ich muss der Knopf... Nathalie steuert den Hubschrauber ohne Hände. Ja, genau. Hans, hörst du mich? Ja, ich höre dich. So, ja. Wir werden Zürich fliegen Richtung der Schiff. Und wenn wir von der so machen wir das, okay. Okay, so jetzt, pass mal auf. An bisschen Technik zuerst. Du musst intern, hörst du mich? Ja. Okay, du musst intern der Helikopter sehen. Es gibt eine Heckrotor. Es ja, eine, ja. Eine kleine Dinge so, ja? Ja. Und ich werde das bewegen. Und ich werde die Richtung der Helikopter ändern. Ja. Okay, so du musst von einem Auge der intern der Helikopter gucken. Ja. Und auf der anderen Auge, du musst meine Füße gucken. Ja, mach ich. Okay. So, wo sind wir? Oh, oh, oh. Okay. Ja, mehr rechts, Nathalie, bitte. Ja. So, pass. Hey. Boah! Und links.
Ja! Es ist nicht das sagt ja jeder. Es ist nicht jeder, der das so schnell lernen kann. Das war ganz toll, Nathalie. Das Publikum hier unten hat gerast. Gut. Wir haben es gesehen, es war direkt über dem Schiff und es sah ganz toll aus. Das waren Sternbeandrücke? Es war mehr als beeindruckend. Es war sensationell. Ja. Ich freue mich. So gut wie euer Fußball früher. Ja. Nathalie, ja? Wir gehen jetzt mal nach hinten. Wir lassen jetzt Aale ins Wasser. Okay. Ja? Und wir werden uns verabschieden, weil wir müssen... Landen. Ja. Ja. Vor die Nacht. Ja, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Es waren tolle Bilder und es war sehr, sehr interessant. Und vielen Dank auch an Hans, den Piloten, ja, und an den Kollegen an der Kamera. Okay. Dankeschön und tschüss. Tschüss. So, für euch hier ist das. Trauben. Ach, guck mal, wer hier sitzt. Wer denn? Anke! Mensch, so mir ganz bescheiden. Gesagt, mir wurde gesagt, ich solle helfen bei der Aalaktion. Du, aber das ist jetzt so eine tolle Stimmung hier, oder? Ja. Das ist eigentlich das ideale Licht, ja? Und wir sind aber hier hinten. Lange nicht gesehen, ne? So. Oh, das macht auch geil. Willst du die anziehen? Willst du die anziehen? Sehr gern. Nein. Oder? Toll. Wie, du musst die so fangen? Ich denke mit so einem Sieb. Ja, wir versuchen die so zu fangen, oder? Ja, das geht doch nicht. Oh. Ah, das ist das der arme nicht. Aal. Da hast du sofort die Aal-Lobby. Ja, genau. Der ganze Aal dreht da durch. Mit oder ohne Haar. Dann nimm doch mal. Wo kommen die denn her? Habt ihr die aus dem Rhein geholt? Na, das sind mit dem Tierschutzbund abgesprochene Aale, die sich total wohlfühlen im Rhein. Bis hier kommen. Ja, oh, gut, Harald. Ah, sieht man das? Ich muss von der anderen Seite nach... Ja, genau, genau. Oh ja, das war gut. Ah! Nein, ah! Ja! Oh! Okay. Pass auf, ich nehme den hier. Ah! Oh, hey! Wow. Profi! Mir schenke der Aalverblöd. So, und wohin jetzt damit? In den Rhein. Aber ja, vorsichtig. In den Eimer. Na, erstmal in den Eimer. Ihr wollt ja so nicht in den Rhein schmeißen. So lange darf der gar nicht ohne Wasser sein. Ja, ja, genau, mit Wasser rein. So, und jetzt den Freund. Wie heißt er? Aal. Heinz. Nee, Heinz. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt? So. So, oh, dem geht's gut. Guck mal, der geht's gut. Oh, der freut sich. Oh, der freut sich total. Wie viel ist drin? Einer? Einer ist drin. Ja. Lass mal den frei oder wollen wir noch mehr? Na, machen wir erst den. Also ich bin so blöd einzufangen. Nein, dann geh doch über den Boden und dann musst du so von hinten ran. Und von. Boah, die Arsch! Zwei! Ja, die freuen sich. Pass auf, ich geh schon mal nach unten. Manuel, kannst du mir mal helfen? Ich trau mich nicht, die anzufangen. Ja, Helmut, hilf mir mal. Ich geh schon mal nach unten. Es ist nur einer. Zum Aal annehmen. Alright. Gut. Wir befreien zwei die alle. Zwei reichen, oder? Ja, nein, das ist gut. Geh so von vorne an ihn ran. Der freut sich. Das ist ja weg. Genau so. Und so. Und zack. So. Toll, bei dir sieht das so leicht aus. Ah, die kommen ja wieder raus. Nein, die kommen nicht raus. Die kommen wieder raus. So. Uppala. Ja, bei mehr als drei haben wir gar keinen Platz, wenn man die nicht erstmal waschen. Ja, ja, die kriegen noch Zustände. So, okay. Ja, ich bin panisch. Vorsicht, dass er nicht rausspringt. Geh nochmal raus. So. Manuel? Ja! Hier kommen schon mal drei Aale. Ja! Vorsichtig! Ja, langsam. Warte, ich halte mit fest. Ja. So. Komm. Ein bisschen Leine. Komm. Ah ja. Hast du? Free Ali. Ah! Okay? Ja! Aber's! Ja. Ja. Juhu! Komm, die anderen zwei hole ich auch noch. An der Schiffsschraube vorbei! Alles klar. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Hast du es gesehen? Ja, absolut. Ja. Absolut. So, zwei sind noch angefängt, die mit einer Eleganz. Wir machen kurz Werbung, meine Damen und Herren, und dann die beiden anderen Aale. Bis gleich. Entschuldigung. Anke Engel hat wirklich mit unglaublicher Eleganz und Leichtigkeit hier diese restlichen Aale nochmal eingefangen. Und ich bin noch ganz, ganz aktiver Vegetarier. Also ich esse ja auch kein Fleisch, kein Fisch, kein Huhn, kein nix. Und ich hatte erst Bedenken, dass ich Angst habe, dass sie mir entgegenspringen. Und die sind A, sehr, sehr friedlich,
Also haben sich überhaupt nicht gewehrt. Und B, wenn man sie dann anfasst, war okay. Ist nicht so unangenehm. War ein bisschen glitschig, aber war nett. Ja. Freuen sich auch auf den Rhein. Ja, natürlich. So, Manuel. Ja, was ist los, Chef? Ja, ab in den Rhein damit. Ja. Schön weit raus, damit nicht in die Schiffsschraube kommen. Ja, und ihr müsst ein bisschen mehr Luft lassen. Ja. Guck mal hier, ich mach den nämlich erstmal richtig weit. Huah! Sehr gut. So. Ein schönes Gefühl. Mehr kann man jetzt momentan nicht tun. Wasser in den Rhein gegeben und Aale freigelassen. Die Handschuhe sind irgendwie toll. Jetzt, meine Damen und Herren, ist aber an der Zeit, dass wir wieder was singen, oder? Wo wir doch so ein schönes Liederheft haben, ja? Und vorher, das war ja noch so ein bisschen im gleißenden Sonnenlicht und Tageslicht, war das ja noch so ein bisschen reserviert. Da ist man noch so ein bisschen zurückhaltend. Aber jetzt, wo diese nächtliche Stimmung kommt, da ist das doch gleich was ganz anderes. So, was wollen Sie denn singen? Bitte? Rolling Home. Rolling Home, das ist eigentlich gut, ja. Rolling Home ist eigentlich toll. Kennen das alle? Rolling. Das Wasser im Rhein und der Wein. Da haben wir aber die Texte nicht drin, oder? Ja, klar. Ja? Dann singen wir erstmal Rolling Home und da habe ich eine Überraschung für Sie. Jetzt kommt einfach meine langjährige Erfahrung als Altenpfleger im Zivildienst zum Tragen, ja. Damit es ein bisschen fröhlicher wird als hier heute Mittag, wo es so zurückhaltend ist, stehen wir jetzt mal alle auf für dieses Lied. So. So, das ist schon mal eine ganz andere Stimmung, ja. Das ist schon mal eine ganz andere Spannung. Also wir fangen an mit Rolling Home. Seite, wie viel ist das? Letzte. Aber ich weiß nicht, wie die Strophe geht. Ich kenne nur den Refrain. Overlift them in the rigging. Swiftly blows the loud favoring gale. Ah ja, komm. Springtime in its blossom. Filling out each swelling sail. Das ist. And the waves behind us. Ist das richtig? The waves we leave behind us seem to murmur. Da singt ja keiner mit. Helmut, brauchst du nicht? Ja, Helmut muss mal die Tasten kennenlernen. Ach so. Helmut, brauchst du nicht? Okay. Well, gleich bei Rolling Home oder von Anfang an? Ja, nee, von vorne. Okay. Up aloft amid the ringing, swiftly flows the loud favoring gale, strong as spring, time in its blossom, filling out its swelling sail, and the waves we leave behind us seem to murmur as they rise. We're tearing here to bear you to the land so dearly prized. Das ist doch gleich was ganz anderes. Jetzt singen wir... Eine Seefahrt, die ist lustig. Ah, das ist toll. Eine Sekunde. Eine Seefahrt, die ist lustig, ist Seite 9. So. Vielleicht du die Strophen allein, dann kann man die gut verstehen und den Refrain alle. Toll. Okay. Ein kleines Vorspiel. Ja. Entschuldige mal, haben wir den Eimer von den Aalen noch da? Ja, ist okay? Ja, okay. Gut. Das war ein kleines Vorspiel. Ja, nochmal noch. Ja, nochmal, das war ja schon. Ja, nee, wir können direkt mit Vers anfangen. Okay. Ja. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Hollai, hollau. Ja, ja, ja.
der Fleischback schwer beladen, schwankt der Seemann übers Deck. Doch das Fleisch ist voller Maden, läuft ihm schon von selber weg. Hollai, hollau. Fängt ein neues Leben an. Eine Frau wird sich genommen, Kinder bringt der Weihnachtsmann. Hollai, hollau, hollai, ja, 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 hollau. Hollai, hollau, hollai, ja, 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 hollau. Vielen Dank, toll. Ein schöner Abschluss. Wie heißt eigentlich dieser Ort da drüben, weißt du das? Der heißt Moorbach. Weißt du das wirklich? Es steht auf dem Ding. Wo? Rheinhotel Moorbach. Tatsächlich. So. Da könnte man vielleicht mal rüber. Könnte auch Bornhofen oder Kampf sein, aber ich weiß nicht. Hallo. Wie heißen Sie? Hallo. Hier. Wie heißt Bornhofen, sagen die Kollegen. Bornhofen? Ja. Hier ist die Harald Schmidt Show zu Gast auf Vaterrhein. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Moorhofen, bei Ihnen brennt noch Licht. Bitte melden Sie sich. Löschen Sie die Lichter. Sparen Sie Energie. Schütten Sie Wasser ins Feuer. Hallo. Schütten Sie bitte ab morgen täglich pro Familie eine Kiste kohlensäurefreies Wasser in den Rhein. Auch Sie sind gefährdet. Das ist irgendwie toll, oder? Ja, die machen das ja. Keine Reaktion. Keine Reaktion. Könnt ihr nicht mal Lichtzeichen geben? Es braucht ein Ruf wie Donnerhall mit Schwertgeklirr und Hohlenfall. Hallo! Hallo! Man hat ja. Ah! Ja, ja. Hallo! Macht das Licht aus! Diese Sportplatzbeleuchtung ist überflüssig! Hallo! Hallo! Lauter! Hallo! Hallo! Hört ihr uns? Ihr kommt aus diesem Ort nie mehr weg. Hallo! Toll, aber man geht hier irgendwie früh schlafen in der Ecke, oder? Hallo? 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 Ist die Gesellschaft heute so abgestumpft? Ist doch... Hier ist ein Mensch in Not. Der kommerzielle Druck ausländischer Eigentümer hat mich gezwungen, mich 4 Stunden lang zum Deppen zu machen. Helfen Sie mir! Hallo! Hallo! Schönes Land. Nur ein Zug. Nur ein Zug. Diese Gesellschaft wird immer gleichgültiger. Ja, da vorne, da ist auch noch Licht. Aber ja. Kann man nichts machen. Eigentlich müssen wir jetzt noch das Deck schrubben, ne? Im Grunde ja. Na, das mache ich alleine. Okay. Ist hier warm? Ja, das ist alte Captains-Tradition. Schön, dass wir die Sendung live gemacht haben. Da kann man auch so viel sehen draußen. Ja. Willst du helfen? Nein. Sehr gerne. Nein! Dann sitzen. Auch das, finde ich, ist, könnte beispielhaft sein, oder? Das möchte ich mal vom Kanzler sehen. Am Ende einer Sitzungsperiode voller Reformen, die nicht kommen, ja, voller irgendwie sinnloser Mautbeschlüsse, voller Steuer, die keiner kapiert.
sollte der Kanzler einfach sagen, ich schäme mich vor meinem Volk und putze jetzt wenigstens den Boden im Deutschen Bundestag. Und, ja. Und Thierse macht es mit dem Bart. Ja. So, Sie wissen ja, unsere Aktionäre kriegen den Hals nicht voll. Wir machen nochmal Werbung. Und Band, frisch wie in der ersten Minute, kurz vor Mitternacht. In wenigen Minuten erreichen wir jetzt Bob Park. Ich will mich bei dir schon mal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du hier mit von der Partie warst. Das war nicht nur großartig, dass du mitgemacht hast, sondern ohne dich und die beiden Kollegen, die ja schon uns verlassen haben, wäre die Sache sehr unmöglich gewesen. Es war ein Vergnügen. Es ist tatsächlich blöd. Als Kölner sollte man das öfter mal machen. Jetzt ohne Witz, oder? Auf ich finde, das sollte Fall, man so alle paar Monate mal machen. Ist großartig, bei Tageslicht. Ja, aber es ist toll. Es ist eine wunderbare Landschaft. Und wir wollten aber nicht vergessen, kurz vor Schluss, meine Damen und Herren, nochmal darauf hinzuweisen, morgen startet eine neue große Comedy-Offensive hier in Sat.1. Unter anderem natürlich mit Anke Engelke und Lady Kracher. Und wir zeigen nochmal einen kleinen Ausschnitt zur Einstimmung auf morgen. So, jetzt ist es soweit. Wir haben Bob Hart erreicht. In wenigen Sekunden legen wir an, meine Damen und Herren. Das war's mit unserer Spezialausgabe, die Harald-Schmidt-Show, zu Gast auf Fahrt Rhein. Ich sage ganz herzlichen Dank den Kolleginnen und Kollegen von der Technik, die hier Großes geleistet haben in der Vorbereitung. Allen Mitwirkenden, meine Damen und Herren, da sehen Sie jetzt gleich, wer da alles dazu beigetragen hat. Nochmal ganz herzlichen Dank Anke Engelke, Olli Dietrich, Bastian Pastewka und den Damen und Herren hier, die auf dem Schiff diese 4 Stunden mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen die eine oder andere Minute ein bisschen Spaß gemacht. Morgen Abend 23.15 Uhr sind wir wieder zur normalen Zeit zur Stelle. Gast dann Alexa Henning von Lanke. Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis morgen. Gute Nacht. Tschüss.